So, meine Leute, und damit wünsche ich euch einen wundervollen Donnerstagabend mal wieder nach langer Zeit. Es ist schon fast ein Monat her, seitdem wir uns das letzte Mal live gesehen haben. Insofern herzlich willkommen zurück zu diesem Stream. Heute werden wir weitermachen mit unserem Save mit FN2 Kid, mit Terry. Ich spiele mit dem HSV, Terry spielt mit Schalke. Ja, wir sind in der letzten Saison beide in die Bundesliga aufgestiegen. Und in diesem Jahr, jetzt geht es eben darum, die Klasse zu halten. Aber dafür müssen wir erst Kaderplanung machen. Das machen wir heute. Und da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Matti Mierwald. Alles Gute an Matti. Und natürlich auch Moin an alle anderen. Drei Dinge bleiben gleich: Steuern, Tod und Junugas Verspätung. Natürlich. Das muss sein. Sehe ich neue Pflanzen im Hintergrund? Ja, ich habe die wunderschöne Monstera in den Hintergrund gestellt, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, die stand so lange im Wohnzimmer. Und da steht sie auch ganz gut. Aber die macht sich auch gut im Hintergrund eines Streams oder Videos, ne? Naja, finde ich schön. Groß bist du geworden. Ja, ihr auch. Lange nicht gesehen. Echt lange nicht gesehen. Das ist jetzt sogar. Ist es ein Monat her, seitdem wir uns das letzte Mal im Stream gesehen haben? Ich glaube fast schon. Seitdem ist vieles passiert. Elton moderiert nicht mehr Schlag den Star. Zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich so das Relevanteste, was vorgefallen ist in den letzten Wochen. Ansonsten fällt mir nichts ein. Bei meinem HSV-Safe bin ich wieder abgestiegen. Ja, perfekt. Ja, das nehmen wir dann einfach mal nicht als, nehmen wir uns einfach mal nicht als Vorbild. Stefan Raab gibt sein Comeback. Stimmt, auch das ist passiert. Richtig. Was ist noch passiert? Der HSV guckt weiterhin im oberen Drittel oder unter den Top 4 der zweiten Liga rum. Auch das ist passiert. Ja, naja. Warte mal.
Südafrika. Aber da war das Internet auch ganz gut. Und auch viel günstiger. Estland hat sogar im Grundrecht drin. Schade, dass du meinen Kommentar nicht gelesen hast. Warte. Warte. Köln gewinnt Samstag gegen Bayern und macht Leverkusen zum Meister. Die Story kommt besser. Würde ich auch nehmen. Zweikette hat letzten Donnerstag ein Turnier mit Draft-Modus gemacht. Ja, genau. Der hat letzte Woche hier Final Four FM Zweikette Cup gemacht, ne? Ich habe das so nebenbei, was heißt nebenbei verfolgt? Ich habe mir die hinterher auf Twitter angeguckt, beziehungsweise im Discord angeguckt, wie das Ganze gelaufen ist. Auch sehr, sehr nice, ne? So ein Community-Turnier. Können wir ja irgendwann auch mal machen. FM2-Kette, guck sich den Leverkusen-Kader an. Ey, Bayern-Fan, ich merke schon, du bist hier mein Agent. Okay, Leute, dann lass uns mal langsam reinschauen hier, was wir im FM machen. Ja, wir sind letztes Jahr aufgestiegen mit diesem Kader hier. Wir haben einige Spieler zur Leihe mit dabei, von denen uns die meisten wieder verlassen werden. Warte mal, das Lied darf nicht laufen. Ich glaube, das war es mit der Monetarisierung dieses Streams. Perfekt, perfekt. Einfach mal Sweet Caroline. Geil. Eieiei. Was erwartet uns heute? Ja, heute erwartet uns, wir sind am 29. Mai 2024. Wir sind direkt, also ich glaube, der letzte Spieltag war gerade eben. Genau, Relegation war gerade eben. Die haben uns im letzten Stream ja gemeinsam angeguckt. Wir haben gehofft, dass Nürnberg aufsteigt, dass die Bremen raushauen. Hat aber nicht geklappt. Ja, die Tabelle der letzten Saison sah so aus. Wir sind hier natürlich Meister geworden mit dem HSV. Wir haben eine unfassbar gute Hinrunde gespielt vor allem. Da haben wir kaum was anbrennen lassen. Ich blende euch mal nur die Liga ein. Beziehungsweise die ersten Spiele waren ein bisschen wackelig, nachdem wir dann aber, ich glaube, die Taktik umgestellt haben. Ein bisschen besser. Und da ist Terry auch schon. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Terry. Wie geht's? Ich höre dich und ich habe einen Pegelausschlag im Stream. Also da hört mich mein Chat auch. Dich, mein Chat auch. Das ist genial. Ich noch höre, weil die Soundprobleme liegen im Moment wieder bei Elgato. Aber ich freue mich sehr, dich zu hören. Long time no see. Es ist echt wirklich lange her. Ist es ein Monat her? Ich glaube schon, ne? Ja, schon. Also du warst ja 3 Wochen in Urlaub. Dann haben wir letzte Woche ja noch ausfallen lassen. Ja, stimmt. Ja, es ist ein Monat her mindestens. Wie ist dir ergangen? Bist du gut erholt oder schon wieder hat der HSV deine Erholung schon wieder aufgebraucht? Ja, ich habe ja leider ein HSV-Spiel im Urlaub gesehen. Insofern. Großer Fehler? Nee, das ging aber. Das Spiel haben wir gewonnen gegen Wien-Wiesbaden. Insofern war es okay. Nee, aber es war echt gut. Ich bin durchaus erholter als vorher. Es hat sich gelohnt. Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Nur um jetzt in den HSV-Safe reinzugehen, ne? Ja, gut, aber da sind wir auch erfolgsverwöhnt, muss man sagen. Also, das ist richtig, ja. Für alle, die nicht dabei waren bislang, das ist die Abschlusstabelle. Meister HSV, 2 Punkte dahinter. Schalke. Und das sah lange nicht aus, als würde ich hier mit 2 Punkten Rückstand aufsteigen. Das sah eher nach 20 Punkten Rückstand noch zweite Liga. Ja, zum Schluss war ich sehr froh, dass ich noch vor dir geblieben bin, weil ich glaube, ich habe aus den letzten, ja, die letzten 6 Spiele habe ich alle nicht mehr gewonnen. Das ist crazy. Also für alle, die es verpasst haben, ihr findet die Streams in voller Länge auf Junukas Kanal, aus seiner Perspektive. Genau. Und in voller Länge und zusammengefasst aus meiner Perspektive auf FM2-Kette live auf YouTube. Ja. Also lohnt sich das auch nochmal nachzuschauen. Da waren einige Dinge dabei, die wehgetan haben. Es waren ein paar schöne Momente mit dabei. Vor allem die Hinrunde, die hat mir echt gut gefallen. Ja, die Hinrunde war bärenstark. Also wir haben hier mal wieder ewig gebraucht, bis wir eine Taktik hatten. Mhm. Dann hatten wir natürlich mit Philipp Tietzer diesen sensationellen Deadline-Day. Ja. Hast du schon Transfers eingetütet für die neue Saison, bis auf Uwe Jahn? Ich glaube nicht tatsächlich. Ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Ah, doch, stimmt. Ich habe Cedric Teuchert habe ich geholt. Richtig, richtig, richtig. Oh ja, stimmt. Daran erinnere ich mich. Der kommt am 1.7., aber ansonsten habe ich noch nichts gemacht, außer Uwe Jahn. Ein paar Spieler gehen aus der zweiten, aber ansonsten habe ich ein Angebot für Levin Öztunali abgelehnt. Ah, daran erinnere ich mich jetzt auch, ja. 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 Ja, aber sonst nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe gehört, du hast eben schon durch die Kader einiger Bundesligisten geklickt, durch den Kader von Leverkusen zum Beispiel. Ne? Also ich habe hier ein paar Agenten im Chat, die mir das mal berichten, was da gerade passiert. Ach so, das ist natürlich frech. Ja, Amiri habe ich schon länger auf der Liste. Ja. Der hat auch schon ein Vertragsangebot vorliegen. Ansonsten Ayan Munoz, den haben wir relativ früh bekommen, nachdem du Uwe Jahn dir gesichert hattest. Ja. Dann haben wir diesen Ersatzkeeper Lino Kasten.
für den Kasten verpflichtet und Marcel Hartl, an dem du ja, glaube ich, auch dran warst, aber dann nicht mitgeboten hattest. Ja, Marcel Hartl konnte ich dann irgendwie nicht holen, weil er von St. Pauli kommt, ne? Insofern. Ja. Passt das, dass du dir den mit eingesteckt hast. Ja, dann hast du ja schon einiges gemacht. Ja, aber die Hauptbaustelle, die müssen wir heute bearbeiten. Ich brauche unbedingt einen Innenverteidiger. Du brauchst einen Innenverteidiger. Stimmt, ich erinnere mich. Wir haben über Jonas David geredet damals, ne? Wir haben über Jonas David geredet. Ja. Und wir haben über Öztunali geredet, aber das Öztunali, ja, stimmt. Der hat auf einmal so einen ganz krassen Marktwert gehabt. Ja. Weil er so performt hat hier, muss man sagen. Ja. Der hat eigentlich den Marktwert nur wegen mir. Kann man so sagen. Sagen wir, wie es ist. Ja, und ich profitiere jetzt hoffentlich davon, indem er dann für, was hat er für 8 Millionen oder sowas? Ja, 9,8 Millionen Euro Marktwert. Das wär schön, wenn da irgendjemand aus Saudi-Arabien kommen könnte und den mitnimmt. Mal schauen. Bin gespannt. Aber ansonsten reden wir auch nochmal drüber, ob der vielleicht dann nicht doch wieder zurück zu Schalke geht. Da scheint es mir ja sehr gut zu gehen. Ja, da geht's ihm sehr, 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 sehr gut. Ich hab gehört, da gibt's auch immer schön. Er würde auch gerne. Ich glaube, er weint auch ein bisschen, wenn er nicht darf. Ja, vermisst die Schokomilch aus der Kabine und so. Der Kaffeeklatsch bei Fährmann. Genau, richtig. Schokomilch und Kuchen. Ah. Das ist super. Ja. Ja, alles nicht so einfach, aber Ja, mal gucken. Mal also sehen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Innenverteidiger. Wie waren wir denn bei David verblieben? Oh, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, der kommt jetzt erstmal wieder zurück. Und also ich brauche auf jeden Fall auch Innenverteidiger für die nächste Saison. Und deswegen würde ich den, also ich muss erstmal planen. Und dann kann ich gucken, was mit Jonas David passiert. Bei mir kommt ja irgendwann auch noch Mario Vuskovic zurück im Winter. Oder ist er? Ach nee, warte mal. Oder ist er sogar schon wieder da? Nee, der kommt erst Ende 24 zurück. Ah, okay. Ja, mal schauen. Also ich habe hier noch einige Gedankenspiele zu absolvieren, bevor ich eine Antwort zu Jonas David geben kann. Ja, okay. Wir behalten den einfach mal im Auge und ja, mach das mal. Ja, wir wissen ja, wo wir einander erreichen können. Genau. Und uns auf der Schnellwahltaste. ja. Pack den hier nochmal auf die Auswahlliste, wenn er da noch nicht. Doch, es ist er drauf. Ich muss mir jetzt erstmal einen Plan machen, wo ich scouten will. Hast du da schon irgendwie. Hast du da schon einen Plan oder fängst du jetzt auch erst an? Also mein Vorschlag ist, da wir jetzt am 29. Mai sind, wäre mein Vorschlag, dass wir einfach 1, 2, 3 Scouting-Fokus erstellen und dann einfach mal gucken, dass wir so Richtung Mitte, Ende Juni kommen heute. Ja, finde ich gut. Und, ja, und dann gucken wir mal weiter. Alright. Dann ich hoffe einfach, dass meine Scouts auch nicht untätig sind in der Zwischenzeit. Ja, also du machst die Scouting-Aufträge jetzt auch tatsächlich selbst. Ich weiß, dass du letztes Jahr mal gesagt hattest, dass du das komplett deinem Chef-Scout überlässt, alles, die Aufträge und so. Ja, das ist eigentlich auch so. Aber ich finde es ganz praktisch, da mal so, wenn man was Spezielles sucht, das über einen Scouting-Fokus zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also trotzdem ist das im Großen und Ganzen immer noch Job von der Scouting-Abteilung. Aber ich finde das ganz praktisch. Finde ich auch. Also, dass man einfach so Schwerpunkte setzen kann. Ja, ich mache es auch so. Also diese Scouting-Fokusse, die sind neu zu diesem FM, ne? Glaube ich. Ja, oder zum letzten. Also ich finde die sehr, sehr. Ich glaube, zum letzten waren die neu. Das kann auch sein. Ich finde die jedenfalls sehr viel praktischer als das, was es vorher gab. Es geht so schnell, sich auf jeden Fall was sonst zu klicken. Macht ein bisschen mehr Spaß. Ja. Ja, ich glaube, wir machen das so. Mindestanforderungen. Okay. Gut. Okay, dann mache ich mir mal einen Plan hier. Oh, diese Steam Achievements. 3 deiner Spieler in 11 des Jahres und irgendein Starspieler. Hey. Haben wir etwa den Spieler des Jahres? Ist es Levan Öztunali? Das wäre wild. 11 der Saison, wen haben wir? Ferrei, Königsdörfer, Van der Bremt, Ambrosius. Wir haben 4. Ihr habt 3. Yes! Ah, ja, gut. Ihr war doch Erster. Meister.
sagen wir mal, wie es ist. Ja, stimmt schon. Aber wofür war denn hier Starspieler? Dein Spieler wurde? Ja gut, ich meine, wir haben eigentlich, wenn man einen hat. Eigentlich fünf, ne, mit Öztunali. Den zähle ich jetzt einfach mal dazu. Ja, aber ich habe den ja da reingespielt. Ja, ne? Sagen wir, was sie sind. Okay. Sagen wir, was sie sind. Gebe ich dir, Terry, gebe ich dir. Passt. Okay. Ja, Leute, dann lass uns mal einen Plan machen. Ach so, genau. Was wir letztes Jahr nämlich auch noch gemacht haben, was auch noch war, Pokalfinale war letztes Jahr. Wir standen mit dem HSV einfach im DFB-Pokalfinale, weil wir ja logischerweise alle Spiele gewonnen haben bis zum Finale. Da ging es dann gegen die Bayern und dann haben wir 2-0 verloren leider. Es waren, glaube ich, zwei Standardtore. Also es ist alles ein bisschen bitter gelaufen. Die Bayern waren aber auch besser. Wir hatten zwar auch einige Chancen, aber am Ende war das dann verdient, dass die Bayern es gewonnen haben. Ja, aber war auf jeden Fall eine richtig coole Saison. Stell dir mal vor, wir hätten dieses Jahr einfach schon europäisch gespielt, wenn wir da irgendwie die Bayern geschlagen hätten. Wie geil wäre das denn gewesen? Ne? Wie geil wäre das denn gewesen? Ich glaube, wir waren auch einigermaßen ersatzgeschwächt. Wobei, wenn ich mir die Mannschaft so angucke, sieht es eigentlich ganz gut aus. Naja. Wie funktioniert das eigentlich? Spielt ihr zusammen die Karriere, beziehungsweise in demselben Spielstand, oder wie ist das? Ja, also wir sind hier beide im gleichen Spielstand. Ich spiele halt den HSV und Terry spielt Schalke. Das ist quasi wie eine Karriere, ganz normal, nur dass noch ein weiterer Spieler mit dabei ist. Also wir spielen hier quasi gegeneinander. Tijani, Šeško, Sučić. Okay. Alan Virginius setzt ihn für Jatta ein. Unique, Jatta bleibt. Jatta bleibt. Also ich glaube, das Erste, was wir hier auch mal machen müssen, ist Christian Früchtl fest zu verpflichten. 997.000 kostet, das war ja eh unser Plan, dass wir Früchtl holen als Stammkeeper. Und ich glaube, dabei bleiben wir auch. Also sofern es jetzt nicht noch Keeper gibt, die besser sind als Früchtl und vielleicht sogar ablösefrei sind, Dann können wir uns vielleicht nochmal umentscheiden. Können wir mal nach Fähigkeit sortieren. Ich glaube, das sieht nicht so aus. Weil das Ding ja war. Oh, guck mal, Castells wäre zum Beispiel im Angebot. Der wechselt ablösefrei. Das wäre natürlich auch krass, ne? Also. Das wäre natürlich auch krass. Hat Terry Drechsel eigentlich noch im Kader? Ja, ich glaube schon. Falls ja, muss aufpassen, dass er keinen Schokodrink abbekommt. Ja, absolut, absolut. Also als Schalke-Trainer lebt man gefährlich. Constant Lays, was geht? Was geht, was geht? Ich mach dir mal ein Angebot, mal gucken, was er sagt. Okay, das ist ja gar nicht so krass. Ich hätte gedacht, dass Castells, ehrlich gesagt, ein bisschen teurer wird. Vielleicht kriegen wir den sogar unter 2 Millionen gedrückt. Den kriegen wir sogar unter 2 Millionen gedrückt. Einfach den belgischen Nationalkeeper. Oder einen belgischen Nationalkeeper. Ja, alright, das machen wir. Natürlich machen wir das. Kohn Castells? Ja. Excuse me? Natürlich. Dann haben wir die Torwartfrage fürs nächste Jahr ja sowas von schon geklärt. Das war ja super easy. Geil. Sujimayang, moin, wollte ich auch mal Hallo sagen, hab in den letzten Tagen deine ganzen Playlists hier auf dem Kanal durchgesuchtet. Ey, geil, Mann, das freut mich, hat mich mega entertained, das freut mich. Ja. Versuch Moukoko zu leihen. Ja, das Ding ist halt, Moukoko ist selbst, glaube ich, St. Pauli-Fan. Insofern wird das schwierig. Und wäre auch nicht so ganz realistisch. Also der Typ würde niemals zum HSV wechseln, das kann ich dir so sagen. So, ich glaube, wir sollten uns wahrscheinlich tatsächlich noch einen Innenverteidiger holen. Ich meine, Stefan Ambrosius war letztes Jahr zwar in der 11. Saison. Die Frage ist halt, ob er wirklich die Qualität hat, Bundesliga zu spielen. Ich denke, mit Abstrichen ja. Das gleiche gilt halt auch für alle anderen, ne? Für Guy Ramos, für Sebastian Schonlau. Der ist halt schon 30 Jahre alt, ist jetzt nicht der schnellste. Ich glaube, wenn wir da noch einen Innenverteidiger bekommen könnten, der uns nochmal niveautechnisch ein bisschen verbessert, dann sollten wir das doch tun. Wir suchen einfach mal nach 2,5 Sternen bis 29 Jahre.
Transfer. Sag niemals nie. Also ich glaube außerdem nicht, dass Moukoko in die zweite Liga wechseln wird. Da wird doch safe, das würde so gut passen. Selbst St. Pauli steigt auf und der geht dahin zu Laie für ein Jahr. Ich denke, dass das passieren wird. Weil der braucht auf jeden Fall einen Tapetenwechsel. Und der ist St. Pauli-Fan, hat da schon mal gespielt früher. Das wird so perfekt passen. Ne? Bin eigentlich Eintracht-Fan, aber HSV auch geiler Verein, außer was den Aufstieg betrifft. So kann man es sagen. Okay, wir scouten mal nach einem Innenverteidiger. Da haben wir sogar schon ein paar Spieler auf der Liste, die wir schon mal gescoutet haben. Ich weiß gar nicht, warum die Flaggen so komisch sind. Ah, jo, ich habe ein Flaggenpack reingeladen, wegen einem Experiment. Ich glaube, da müsste auch... Lol, okay. Okay, ihr könnt schon mal raten, was das nächste Experiment sein wird auf dem Hauptkanal. Eine Flagge habe ich geändert. Naja. Laszlo Benes spielt ab sofort für die DDR. So, wie sieht's im Sturm aus? Denkt dran, Vuškovic darf wieder spielen. Ja, genau. Also Vuškovic kommt halt wieder zurück, aber auch erst Ende der Hinrunde, ne? Also bis dahin haben wir ihn nicht. Auf der 6 haben wir Meffert und wir haben uns Pavlovic geliehen. Ich glaube, für Pavlovic hatten wir auch eine Kaufoption von 1,3 Millionen. Ist halt die Frage, ob wir die ziehen wollen oder nicht. Ich drücke mal auf Fortfahren. Nimmst du Spielervorschläge entgegen? Ja, gerne. Haut gerne Spielervorschläge rein, dann scoute ich die. Ihr seid so mein zweites Scouting-Team hier. Das Ding ist halt, also Pavlovic wär cool, so vom Ding her. Aber er ist leider nicht so ganz gut genug auch wieder für die Bundesliga, ne? Wir haben Jonas Meffert, der auf jeden Fall Bundesliga spielen kann, der das auch gut machen kann. Aber dahinter haben wir nicht wirklich jemanden. Vuškovic kann das spielen. Aber auch da schaue ich nochmal nach Verstärkung. Scouting-Fokus. Zack. Sechser. Defensiver Mittelfeldspieler. Machen wir mal Transfer. 2 bis 2,5 Sterne ist okay. Da 15 bis 29. Sechser. So. Tresoldi, Stürmer haben wir eigentlich. Stürmer haben wir. Zumal wir uns auch noch mit Teuchert verstärken. Vuskovic hat bei mir auf der 6 echt gut funktioniert. Eine gute Alternative ist, glaube ich auch. Lass uns mal gucken, auf welchen Positionen. Komm, wir gehen hier mal in den Kaderplaner rein. Das ist doch alles ein bisschen leichter. Ich stelle hier mal Castells rein für die nächste Saison. Rechtsverteidiger. Nächste Saison müssen wir mal gucken. Also Torwart. Ich frage erstmal einen Co-Trainer. Kann ich den Co-Trainer fragen? Warte mal. Vorschlag für alles. Ja, los. Okay, wir haben tatsächlich einfach keinen Torwart. Das ist einfach so. So, Castells im Tor. Rechtsverteidiger. Problem. Ein großes Problem. Da haben wir nämlich so gar keinen. Van der Bremt geht halt am Ende der Saison zurück zu Salzburg. Der kostet 3,2 bis 6,4. Wir könnten Van der Bremt einfach fest verpflichten. Das könnten wir machen. Der ist nicht so teuer. Zumindest nicht so teuer, wie ich gedacht hätte. Kaufoptionen haben wir keine. Simon Asta ist auch eine Option, ja. Können wir auch machen. Ich frag mal nach, was die haben wollen. 3,2, wie sieht's aus? 3,2 Millionen? Das ist ein Deal, oder? Das ist ein Deal. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Für das Geld. Ja, Innenverteidigung schauen wir nochmal. Wieso wird uns denn hier, wieso werden uns hier keine Spieler angezeigt? Frage ich mich. Woran liegt das? Könnt ihr mir das sagen?
Guck mal, da wird gesagt, wir haben 4 Spieler. Und hier ist aber keiner. Filter? Keine Ahnung. Eigentlich müssen sie angezeigt werden. Weird. Bei in Planung. Ja, das ist ja nur die, das ist nur die. Die Dings hier. Sag mal, funktioniert bei dir der Kaderplaner? Das ist eine gute Frage, warte. Was, oder anders gefragt, was funktioniert bei dir nicht? Bei mir werden keine Spieler angezeigt in dieser Liste. Du hast ja links das Spielfeld und rechts die Liste der Spieler für die jeweilige Position. Ich habe einfach keine Spieler, die da angezeigt werden. Ein bisschen weird. Kannst du den Co-Trainer fragen? Ja, das habe ich dann gemacht. Vorschlag für alles? Ja, und da taucht trotzdem nichts auf. Mach's nochmal. Nee, keine Ahnung. Das ist ja strange. Das ist echt ein bisschen kurios. Vielleicht muss ich den Skin nochmal neu laden oder sowas. Vielleicht. Ich versuche das. Vielleicht. Ich versuche das mal. Ja, mach das. Ja. HSV, FCB, RBS, DFB, ÖFB. Einen wunderschönen guten Tag. In der Mitte der Reiter. Okay. Jetzt habe ich es einfach nochmal. Jetzt laden wir den Skin nochmal neu und dann gucken wir, was dann passiert. Van der Bremt ist bei mir richtig steil gegangen. Hab den gerade für 75 Millionen nach Saudi-Arabien verkauft. Das klingt gut. Verratschning von Rapid Wien könnte maybe ein Hauch teuer werden. Okay. Gucken wir uns dann auch mal an. Ja, wenn das hier mit dem Kaderplaner gleich nicht geht, dann geht das halt nicht. Dann machen wir es anders. Nathaniel Brown ist immer eine Idee. Links hinten. Ja, weird, ne? Ist halt einfach gar keiner da. Links hinten haben wir halt Miro Max Maria Muheim. So, Reis unterschreibt einen neuen Vertrag, das ist gut. Mit dem planen wir definitiv. Alright, unser Angebot für Van der Bremt wurde akzeptiert und der will nicht mal eine Million verdienen. Ineas, das ist richtig entspannt. Das ist richtig entspannt. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Und dann kriegt er sein kleines Millionchen. So. 923.000. Und dann ist es ein richtig guter Deal. Ich glaube, in der Realität stehen da eher so 6 Millionen oder sowas im Raum. Guck mal, hier werden uns nämlich auch keine Spieler angezeigt. Hier werden nur die Spieler angezeigt, die auf der Auswahlliste stehen. Interessant. Ah, jo. Aber das habe ich eben auch gemacht, oder? Alles klar. Lukas, moin. Daniel Hoyer Fernandes, wichtigen Spieler neuen Vertrag anbieten. Möchte Ferro jetzt doch verlängern, oder was? Jetzt möchte er doch verlängern. Können wir uns gleich nochmal Gedanken drüber machen. Mario Vuskovic hat noch Vertrag bis 25. Hat Interesse sogar von AZ Alkmaar. Alright. Hoyer Fernandes. Linksverteidiger, sehe ich auch so. Mitteleuropa, Änderungen vornehmen, machen wir einfach mal die vorgeschlagenen Änderungen, meinetwegen. Und jetzt überlegen wir uns nochmal, ob wir mit Ferro den Vertrag verlängern wollen. Das Ding ist halt, wenn ich mit Ferro den Vertrag verlängere, ich würde ihn ja gerne mal mit Castells vergleichen. Wir haben nur leider von Castells noch nicht alle Attribute aufgedeckt. Ich denke aber mal, dass Castells einfach der bessere Keeper ist, oder? Er ist auch ein bisschen größer. Insofern warten wir einfach mal ab, was mit Castells passiert, ob er das Angebot annimmt. Wenn Castells das Angebot annimmt, dann gehen wir mit dem in die neue Saison. Und Ferro verlässt uns.
Morten Thorsby, ja, den hatte ich vor, ich glaube, im FM20 mal. Hat halt irgendwie, der hatte damals Aggressivität, Einsatzfreude. Und ich glaube, Teamwork 20 oder so. Absolute Maschine, der Typ. Fand ich ja geil, als der zu Union gewechselt ist. Jude Bellingham, underrated talent. Wow. Danke. Vielen Dank. So, und jetzt müsste auch der Kaderplaner wieder gehen, ne? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Also, Castells und Raab ist okay. Rechts haben wir Van der Bremt, Mikkel Brenzies und Oliveira. Naja. Innenverteidigung, Schonlau. Van der Bremt, Ambrosius, Ramos. Ach ja, stimmt, warte mal, wir haben links ja Ovejan auch noch mit dazu bekommen. Das heißt, da müssen wir gar nicht unbedingt noch jemanden holen. Das passt eigentlich. Auf der 6 sind wir mittelmäßig besetzt. Auf der 8 sind wir gut besetzt. Links außen haben wir Frey, Dompe. Rechts außen Jatta, Königsdörfer. Und im Sturm Glatzel, Teuchert. Eigentlich okay. Ich finde, wir können uns auf den Flügeln vielleicht, also ich wäre dafür offen, zum Beispiel Dompe gehen zu lassen, wenn wir auf den offensiven Außen noch was Besseres finden. Deswegen lass uns da auch noch mal schauen, ob wir da was Cooles finden. Links außen. Gerne auch beliebige Rolle. Nehmen wir mal Japan raus, das brauchen wir nicht. Ich nehme mal dritte Liga raus. Dann schaue ich auch nochmal nach einem Rechtsaußen. Maximal 29. Beliebige Rolle. Einmal mal schauen, was wir da so haben. Ah jo, Oskarsson hatten wir auf der Liste, ne? Den hatten wir auf der Liste. Emil Roth. Iggy war mit dabei. Und linksaußen, der Beste ist Leo Sauer. Aus der Slowakei. 18 Jahre jung. Der ist natürlich ganz spannend, aber halt auch noch nicht so ganz gut genug, um für uns Stamm zu spielen. Elias Saad, ne? René Gaming, moin. Was geht? Brad R&B von Hannover. Ja, guter Vorschlag. Auch nicht so teuer. Ja, direkt mal auf die Auswahlliste. Ich schau mir mal an, was ihr so geschrieben habt. R&B, Thorsby, ein bisschen teuer, glaube ich. Kenneth Schmidt. Der wird mir auch in jedem Save vorgeschlagen. Ist halt auch solide, ne? Die scouten wir sogar schon. Sehr gut. Wen haben wir noch? Nathaniel Brown, natürlich auch Klassiker dieses Jahr. Ist halt Linksverteidiger, ne? Da sind wir eigentlich ganz, ganz okay besetzt mittlerweile. Onni. Valakari. Den finde ich hier leider nicht. Schade. Name klingt cool. Genau, für die 6 wär Noah Breithaupt ganz gut. Da wäre Breithaupt ganz gut. Zumal da auch nur Ergänzungsspieler bei Augsburg ist. Vielleicht können wir den sogar zur Leihe holen. Können wir es noch nicht anfragen. Wollen sie nicht verleihen? Ich frage mal an, was sie so theoretisch haben wollen. Irgendwie 9 Millionen oder so. Ja, gucken wir mal. Saad finde ich auch einigermaßen spannend. Der müsste ein bisschen schneller sein eigentlich, als das, was er hier im FM ist. Ist halt auch wieder St. Pauli, aber ist egal. Ist er eigentlich Hamburger? Ja, ist Hamburger, ne? Hat auch eine krasse Karriere hinter sich. 22, 23 von Norderstedt zu St. Pauli gewechselt. Es gibt ein Video über den von, wer ist da? Bilal Karame oder so? Kamarier heißt der. Bilal Kamarier. Da gibt es ein Video über die Karriere von Elias Saad, wo er mit dem ein bisschen schnackt. Und Saad erzählt ihm halt, wie das für ihn so bisher gelaufen ist. Storytime nennt sich das Format. Das ist ziemlich cool. Empfehlung.
Wieso gibt's den bei dir nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich die. Ich weiß nicht, wo der spielt. Vielleicht habe ich die Liga nicht. Oder hat Terry die Liga nicht geladen? VfB-Fan, was geht? Ah ja, genau. Der von Rapid, den gucken wir uns auch nochmal an. Mohr von Schalke. Oh, weiß ich nicht. Ich will mir nicht so viele Schalker reinholen. Der Kader ist eigentlich ganz zufrieden bisher. Mohr kann gut flanken. Ja, wir haben aber schon auf Ovian geholt, ne? Der soll das übernehmen. Ferrat-Schwing. Ach, der spielt bei Saint-Gilles. 21 Jahre jung. Immerhin Stammspieler. Für 1,2 Millionen haben die den geholt. Jeltsch immer gut. Er ist aber 17 Jahre jung. Krass. Krass, krass. Hollerbach. Können wir uns überlegen. Der kann auch außen spielen, oder? Benedikt Hollerbach. Ich glaube, der könnte auch außen spielen. Ich meine, der hat für Wien Wiesbaden, hat er nicht links außen gespielt für die? Weiß ich aber auch nicht mehr so genau. David Mutter. Robin Hack ist auch eine gute Idee. Auch relativ günstig. Ja, finde ich gut. Den haben wir sogar schon auf der Auswahlliste, ne? Den finde ich echt nice. Der kriegt in Gladbach keine Spielzeit. Ja, wobei, der hat 17 Mal gespielt letztes Jahr. Immerhin 8 Mal in der Startelf, 9 Mal eingewechselt. Das ist okay. Vor allem kann da halt offensiv alles spielen. Er kann sowohl Stürmer spielen, als auch Linksaußen, Rechtsaußen, Zehner. So einen Spieler mit dabei zu haben, ist halt immer cool. Und bei uns wäre das halt jemand, der spielen würde. Der Linksaußen wahrscheinlich vor einem Dompe sich einsortieren würde. Ja. Krattenmacher, der wurde mir schon in der letzten Saison von euch immer gepitcht. Ist halt ein Talent, ne? Ist ein Talent und bisher noch nicht viel mehr. Die potenzielle Fähigkeit haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Und darf, na gut, wenn er günstig ist, könnten wir den ja verleihen. Echt Krattenmacher-Fanclub. 100%. Ich frage mal nach, 120.000? Wir wollen ja irgendwie 300.000 Euro haben für den. Wir müssen echt gucken, wie wir mit unserem Geld umgehen. Weil wir nicht so viel haben. Ich glaube, wir haben 3,8 Millionen oder sowas im Transferbudget und das ist nicht so krass. 3,8 Millionen. Davon geben wir schon 3 aus für den Kollegen Van der Bremt. Und ja. HSV hinter der Hut her. Also die Medien glauben, dass sich Football Raider sagt, wir wollen Mahmoud Dahoud haben. Jetzt die Frage an uns. Wollen wir Mahmoud Dahoud haben? Wer ist noch interessiert? Ist Schalke auch dran? Nee. Aber das wäre natürlich auch interessant, ne? Der wird übertrieben viel Geld verdienen wollen. Ja, wobei 3,3 verdient er bei Brighton. Vielleicht wird er sogar runtergehen mit seinem Gehalt. Ich fand ihn ja mal gut. Scouten wir mal. Für 3 Mal unterzeichnet einen Vertrag, sehr gut. Sehr, sehr gut. Glory Kiveta Ndongalasia. Da gibt es Spekulationen. Der hat nur Vertrag bis Ende diesen Jahres. Hat ganz gutes Potenzial. Komm. Kriegt er einen neuen Vertrag. Wenn er nicht viel haben möchte. Ja, so machen wir es doch. Zuleihe wäre cool. Ja, sowas könnte man sich überlegen, ne?
Also die 5,5 Millionen, die können wir eh nicht bezahlen, weil wir genau jetzt 3,2 Millionen Euro für Ineas van der Bremt ausgegeben haben. Und damit haben wir unseren ersten Transfer gemacht für dieses Jahr. Wahrscheinlich auch so ziemlich den einzigen, für den wir Geld bezahlen können. Ich meine, wir können auch ein bisschen rumjonglieren, was hier das Budget angeht. Ja. Aber viel Spielraum ist da halt auch nicht mehr, ne? Also wenn van der Bremt dann gekommen ist. Dann haben wir aber auch eine Planstelle erstmal abgedichtet. So rechts sind wir dann ganz gut besetzt. Zumindest in der Spitze. Und wenn wir einen Nico Oliveira dahinter haben, der ja auch Potenzial hat und jetzt schon ganz gut ist, dann ist es in Ordnung. Den will ich dieses Jahr auch ein bisschen spielen lassen, damit er sich auch verbessert ein bisschen. Eine Rolle als Rotationsspieler in der Bundesliga, das würde, glaube ich, ganz gut passen aktuell. Ja, links sind wir, wie gesagt, mit Muheim und Auvian gut aufgestellt in Verteidigung. Eigentlich auch okay, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wichtigste Position wäre für mich die 6. Und der Rest schauen wir mal. Und da wird tatsächlich so jemand wie Jeltsch halt super, ne? Weil der kann sowohl Innenverteidiger spielen als auch Sechser. Hat super viel Potenzial, ist erst 17 Jahre jung und könnte sich mit seinen 17 Jahren jetzt schon hinter Jonas Meffert einsortieren. Der fällt da, glaube ich, leistungsmäßig gar nicht so krass ab. Meffert, solider Bundesliga 6, das glaube ich auch, ja. Also ich denke, der hat noch so ein, zwei gute Jahre im Tank und die auch safe in der Bundesliga. Vlachari spielt bei Paphos FC auf Zypern, vorher bei Tromsø, dann ist die Liga wohl nicht geladen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das so ganz unser Niveau gewesen wäre. Aber wenn du ihn empfiehlst, dann wird er wohl was können. Terodde von Auswahlliste entfernt. Okay. Und dann können wir auch Jonas David an Schalke verkaufen, ne? Weil der wird jetzt zurückkommen. Wir brauchen ihn halt überhaupt nicht. Sattelberger, stimmt, der wird mir auch mal vorgeschlagen. Ah, zu teuer. Too expensive. Lars Dietz? Viktoria Köln? Meinst du den? Außenstürmer muss noch was passieren, um auf Bundesliga-Niveau ständig performen zu können. Ja, definitiv, definitiv. Definitiv. Hermann von Gladbach. Soll ja ein guter Typ sein. Wo ist er? Wer ist der Junge nochmal mit Vornamen? Boah. Da, Patrick. Natürlich, Patrick Hermann. Ah, der wechselt schon zu Getafe. Der geht schon zu Getafe. Schade. Sonst wäre es vielleicht tatsächlich eine Idee gewesen. Wir können uns auch mal umschauen bei den Absteigern aus der Bundesliga. Frankfurt ist halt runtergegangen, ne? Frankfurt ist halt runtergegangen. Weiß gar nicht, was ich hier für eine komische Ansicht habe. Ach du Scheiße. Z-Kaderplanung. So. Machen wir so. Ist auch nicht gut, aber egal. So, wer ist denn da so aktuell günstig zu haben? Sebastian Rode wäre halt cool gewesen, aber der beendet leider die Karriere. Das wäre auch, also wenn wir nicht so jemanden wie Finn Jeltsch bekommen, dann hätte ich mir auch einen Sebastian Rode vorstellen können. Aber leider macht er Schluss Ende 24. Wieso denn, Basti? Wieso denn? Namdi Collins ist auch interessant. Makoto Hasebe mit 40 Jahren beendet er nicht die Karriere, sondern lässt sich nochmal auf die Transferliste setzen. Für 150.000 Euro. Wäre eine effektive Verpflichtung, sagt der Scout. Der hat letztes Jahr 23 Bundesligaspiele gemacht für Frankfurt, ne?
23 Bundesligaspiele. Die 150.000, die wäre mir wert. Nacho Ferri, ganz guter junger Stürmer. Simon Simoni, allein wegen des Namens gut. Hasebe fürs Tempo, ja genau. Ja, die sind jetzt natürlich alle zum absoluten Sparpreis zu haben hier, ne? Joshua Kopf, okay. Er war bei Find the Pro. Aber das war wahrscheinlich nicht so gut, ne? Außer er war der Pro. Nielsen Kunku für links außen könnte man auch machen. Alle nicht teuer. Maxi Dietz, der Sechster von Fürth, okay. Boah, Junge. Also hier gibt es viele Spieler, die interessant sind. Auch Hauge zum Beispiel, ne? Für außen. Mal einen Scout drüber schicken. Auch mal auf die Auswahlliste setzen. So, Collins setze ich auf die Auswahlliste. Der hatte, glaube ich, im letzten FM so ein wahnsinniges Tempo. Der ist immer noch schnell. Im letzten FM war der wahnsinnig schnell. Also Collins wäre jemand, den ich kaufen würde und dann verleihen würde in die zweite Liga. Ja, wen haben wir hier noch? Alario. Aronson. Paxton Aronson, Jakic. Ja, da wird es schon ein bisschen teuer, leider. Er war der Pro. Okay. So, der andere Absteiger war Darmstadt 98. Auch da schauen wir mal kurz rein, wen wir da so haben. Morten Behrens, Keeper, ne? Ja, Keeper. Aaron Seidel. Ja, der wechselt schon. Luca Kaiser wechselt schon, Brunst wechselt schon. Giasula zurückholen, weiß ich ja nicht. Holland, Kempe, Riedel, Frank Ronstadt, auch mal beim HSV gewesen. Philipp Hamm. Philipp Stojilkovic. Auf die Auswahlliste. Bader, Fraser Hornby. Guter Zielspieler, ne? Aber brauchen wir nicht unbedingt. Marvin Melem. Den schauen wir uns mal an. Hasebe, Grundfitness 20. Ja, sonst wird er mit 40 nicht mehr spielen, glaube ich. Joshua. Kopf. Er hier. Dietz von Fürth. Maxi Dietz. Er hier. Der ist zu den San Jose Earthquakes gewechselt. Der ist echt ganz gut. 1,89 groß, 22. Gutes Potenzial. Ja, finde ich nicht schlecht. Auf die Auswahlliste. Gute Vorschläge von euch. Dengo. Nankishi. Okay. Bremer. So, ich möchte nochmal in die zweite Liga schauen. Wer ist da abgestiegen? In der zweiten Liga ist abgestiegen. Der KSC ist abgestiegen. Da schauen wir auch nochmal rein. Marvin Wanicek zum Beispiel. Ich meine, es ist jetzt kein Zehner, kein Außen. Aber wenn du einen Wanicek bekommen kannst, dann muss man da einmal anklopfen. Die meisten von denen werden sicherlich nicht dritte Liga spielen wollen. Tim, ja, wir sind bei den meisten sind wir leider ein bisschen spät dran hier. Ja, da ist jetzt niemand dabei, der mich besonders interessiert. Burnic wäre für die 6 auch eine Idee. Aber der ist auch schon 26. Ich hätte gedacht, der wäre noch ein ganzes Stück jünger. Dennis Burnic. Schwierig. Und Gianluca Gaudino. Uff, der Mann hat auch viel gesehen. Damals ein Riesentalent gewesen. Unter Guardiola gespielt. Dann hat er es aber nicht mehr geschafft. Mein letzter Stand war, dass er bei Sandhausen irgendwie war. Scout ich mal.
Ajon Ibrahimovic. Der ist natürlich, also Ajon ist eines der größten Talente in der U19 Bundesliga, so, ne? Ausgeliehen an Frosinone, ne? Was kommen wir denn jetzt? Ja. Paul Nebel schauen wir uns auch nochmal an. Geliehen von Mainz. Bis wann hat er Vertrag bei Mainz? Bis 25. Paul Nebel wär natürlich Jackpot. Das wäre richtig big, wenn man den bekommen könnte. Also der war mal 1,2 bis 10 Millionen wert. Ich frage mal den Berater. Mainz wird eine Ablösesumme zwischen 850.000 und 10 Millionen Euro verlangen. Mainz 05 sieht in Nebel sehr viel Potenzial. Okay, ja, schön. Vielen Dank, Herr Berater. Ich frage mal nach, was sie tatsächlich haben wollen. Ja, wohl eher 10 Millionen als 1,8. Leider ein bisschen zu teuer. Aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen Geld rein. Wir können ja versuchen zum Beispiel tatsächlich Jean-Luc Dompé eventuell zu verkaufen. Ich meine, er ist 3,3 bis 7 Millionen Euro wert. Der ist 28 Jahre alt. Und zwar ganz gut. Aber wenn wir eh noch einen Außen holen, dann würde er so oder so in die zweite Reihe rücken. Und ich glaube, dann wäre das einfach verschenktes Kapital, was wir da rumsitzen haben. Deswegen, sag ich einfach mal, komm. Mal gucken, was er selbst davon hält. 10 Millionen liegt weit über seinem Marktwert, sagt er. Er will wahrscheinlich einmal so 6,5 oder so, ne? Ja. Machen wir mal 6,5 für Dompe. Bieten ihn auch dafür via Transfer Room an. Und dann gucken wir mal, ob sich da jemand meldet. So, wen haben wir noch auf Außen? Wir haben noch Königsdörfer, der halt auch im Sturm spielen kann. Königsdörfer hat das letztes Jahr ganz okay gemacht. Also 10 Scorer sind in Ordnung. Sind ganz in Ordnung. Betzeretter, was geht? Schön, euch wieder live zu erleben. Ja, es ist viel zu lange her. Es ist viel zu lange her. Gucci. Gaudino spielt bei Stipfing in der zweiten Liga Österreich. Ach Mensch, ja. Stipfing? Stipfing, nicht Stipfing. Wonitsch. Leonardo Wonitsch. Leider nicht so ganz gut genug. Ja, stimmt. Bei Hertha können wir natürlich auch ein bisschen wildern. Die sind ja ebenfalls nicht aufgestiegen. Was heißt ebenfalls? Wir sind nicht aufgestiegen. Auch nicht zu teuer. Wie sieht es denn bei einem Marton Dardai zum Beispiel aus? Wobei, den habe ich schon ein bisschen oft geholt eigentlich. Auch in der Vergangenheit so. Ich guck trotzdem mal ein bisschen durch. Linus Gechter kann halt auch Sechser spielen, ne? Scouten nämlich auch. Toni Leister, Preveljak, Duziak. Palko da, wo ist der Marton? Da, Junge, der kostet 8,2 bis 10 Millionen. Wer ist da dran? Leverkusen, Köln und Wolfsburg. Also wenn wir Geld bekommen könnten für Dompe, dann wäre ich auch bereit, viel für einen Marton Dardai auszugeben. Engelhardt ist immer gut. Den hatten wir letztes Jahr auch schon auf der Liste. Hab mich aber dann dagegen entschieden, weil er mir physisch nicht ganz stark genug war. Sprunghöhe, Kraft, Balance, so, da hätte ich gern ein bisschen mehr. Ich meine, der kann noch besser werden. Ne? Der ist 23 und ist vor allem mental sehr, sehr weit. Insofern ist er auch auf der Auswahlliste. Aber wir haben uns dann im letzten Jahr doch dagegen entschieden. Jetzt führen wir hier mal ein paar Verhandlungen mit Makoto Hasebe. Bin ich mal gespannt. Machen wir mal einen Joker. Wird er ja zu sagen, dann
drücken wir den armen Jungen mal auf irgendwie so 500.000 oder sowas. Knapp 600.000. Kriegen wir es irgendwie hin? Oder meinetwegen auch gut 600.000. Wir wollen hier keine Altersarmut fördern. Komm, 700.000, Makoto. 767.000 Euro. Ja. Machen wir. Finde ich nicht schlecht. Der logische nächste Schritt in seiner Karriere, würde ich mal sagen. Duran will ausleihen. Das kann man natürlich auch machen, ne? Das kann man auch machen. Ich hoffe, die wollen keinen zu hohen Gehaltsbeitrag. Marseille ist interessiert für einen Transfer von Duran will. Okay, also Castells würde kommen. Castells würde kommen. Machen wir, oder? Machen wir. Zack. Damit haben wir unseren Innenverteidiger. Unseren Torwart fürs nächste Jahr. So, Skier Fink. Bobby Wood, Alter. Komm, scouren wir mal komplett. Etienne Borier ist nicht ganz gut genug. Leon Koss. Schauen wir uns mal komplett an. Kiel Wädchen natürlich immer spannend. Barcelona. Schalker. Wieso werden uns denn bei den Schalkern grüne Pfeile angezeigt? Oh, interessant. Lyas, Hennes Behrens. Ein paar der Spieler scouten wir tatsächlich mal voll. Habe ich hier einfach mal die komplette U-Nationalmannschaft durchgescoutet oder so? Ibrahim Matza ist natürlich auch nicht schlecht. Nicht so stark aus. Amugera Kabar. Fand ich in unserem Dortmund-Safe ganz cool eigentlich. Von der Entwicklung zumindest. Hat bei uns ja nie gespielt, aber ist physisch voll ein absolutes Monster geworden. Maximilian Hennig. Kennt man noch aus der U17-WM. Philipp Schulz, Sechser. 1,90 groß. Ja. Wieso nicht? Nils Nkunku, alright. Matisse Tell, never ever. Kommen wir trotzdem mal. Immer nice to know. Tresoldi klappt gut. Ja, also Tresoldi ist natürlich auch immer ein No-Brainer, aber wir brauchen im Moment so gar keinen Stürmer. Deswegen brauchen wir auch keinen Tresoldi. So, wie sieht es bei den Scouting-Aufträgen aus? Haben wir da schon Neuigkeiten? Innenverteidiger sind einige in Arbeit. Radu Dragujin, 39 bis 57 Millionen. Ja, vielen Dank, Herr Scout, für diesen Tipp. Mal gerne genommen. Boah, der ist krass, ne? Immer wenn ich irgendwo eine 20 sehe, denke ich sofort, boah, der ist krass. Und dann gucke ich mir den Rest an und denke so, naja. Trotzdem nicht schlecht. Petko Christoph. Matthäus. Okay. Bodenthal. Naja. Wie sieht's mit dem Sechser aus? Florian Grillitsch. Uran Bislimi. Nee, ist es auch nicht. Nikola Petkovic. Sind alle nicht. Ich hätte gerne so einen großen Mann. Einen großen Mann hätte ich gerne. So wie ihn hier. David Ozo. Der ist aber leider nicht so gut. Ja, Breithaupt zum Beispiel, ne? Oder halt Marton Dardai. Wir haben da ja ein paar auf der Auswahlliste. Oder halt auch ihn. Wer ist noch dran?
Terry nicht. Das ist doch safe auch einer für Terry, oder? Julian Nihus. Der wäre so perfekt eigentlich. Stimmt, den hatten wir nämlich auch noch auf der Liste. Ihn hatten wir auf der Liste. Florian Flick hatten wir auf der Liste. Tim Breithaupt hatten wir auf der Liste. Max Christiansen war auch mit dabei. Janna ist hier im FM leider nicht so ganz gut genug. El Fadli auch nicht schlecht, aber die anderen waren besser. Ja, Nihus, Flick, Breithaupt. Und dann vielleicht noch Marton Dardai, aber der ist halt ein bisschen zu teuer. Das sind so aktuell die Spieler, die ich am interessantesten finde. Adon Yashari ist leider immer ein bisschen teuer. Na, der ist natürlich auch super, ne? Der ist natürlich auch super. Ist ja eh ein Zehner. Zvonarek. Ich meine, Nihus vereint eigentlich so all das, was ich brauche oder was ich gerne haben wollte. Der ist groß. Der ist einigermaßen jung. Er kann Sechser spielen. Gute Physis. Mental auch ziemlich gut. Für 23 sogar sehr gut. Technisch so, naja. Ballername ist okay. Aber du musst auch nicht viel machen. Also im Spiel mit dem Ball nimmt er den Ball an, schiebt ihn auf Benesch oder Reis oder was weiß ich wen und dann ist er den Ball auch wieder los. Da stellen wir schön Kurzpässe ein, kein Risiko gehen. Und dann macht der Julian da auf der 6 seine Sache solide, glaube ich. Ja, genau. FM Betzeretter. Genau. Der geht im Real Life nach Heidenheim. Echt jetzt? Das habe ich gar nicht gewusst. Ist das schon fix? Ja, tatsächlich. 1,5 Millionen Euro Marktwert hat er hier. Benesch hat ein Länderspiel gemacht. Der Tomiak wäre auch nicht schlecht, aber Tomiak ist halt auch schon ein bisschen älter. Ne? Und ich glaube, wir können. Zumindest ist er irgendwie 26 oder sowas, ne? Ja, 25. Ja, so alt ist er halt auch nicht. Und den können wir uns sogar, glaube ich, so einfach so leisten. Ich könnte jetzt einfach so 2,8 Millionen Euro Angebot abgeben. Und wenn wir unsere Budgets ein bisschen hin und her schieben, dann ist es, glaube ich, eigentlich easy zu machen. Ja, guck mal hier. Das passt locker rein. Das passt locker rein. Außerdem möchte er nicht viel verdienen. Also der wird sich erstmal sehr entspannt hinter Jonas Meffert einsortieren. Okay, jetzt hat er mehr Interesse an Greuther Fürth. Dann sage ich ihm nochmal, dass er nächstes Jahr dann gerne Stammspieler sein kann. Jetzt hat er nämlich wieder mehr Interesse zu uns zu wechseln, als zu Greuther Fürth, wenn ihr das hier unten links in der Ecke überhaupt sehen könnt. Geben wir ihm mal die Versprechen. Gehaltssteigerung nehmen wir raus. Gehen runter auf 800.000 ungefähr. Und dann einigen wir uns irgendwie bei 832. Das ist doch ein geiler Deal. Das ist doch einfach ein geiler Deal. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, wäre ein offensiver Außen. Und den können wir uns auch im Prinzip leihen. Hast du auch gerade deine Steuerrechnung bekommen hier, Lukas? Eine Steuerrechnung? Nee, warte mal. Yeah. Doch, ja. Was musst du denn bezahlen an Steuern? 4 Millionen. What? Was, wieso? Also wie ich dich kenne, kriegst du wieder 10 Millionen zurück oder so. Ich muss 20 Millionen Steuern bezahlen. Was? Hier steht, der Club hat im letzten Jahr einen steuerpflichtigen Gewinn von 65 Millionen erzielt. 65 Millionen? Wo will denn Schalke 65 Millionen Gewinn gemacht haben? Das sind so viel Physios habe ich jetzt auch nicht nach Amsterdam verkauft. Ich wollte gerade sagen, die Klauseln, das waren maximal 50. Ey, was soll ich denn da machen? Ich muss 20 Millionen Steuern zahlen. Entspannt.
What? Also, das ist echt ein bisschen weird. Das klingt fast nach einem Bug, oder? Also, du hast ja nur wirklich keinen Gewinn von 65 Millionen gemacht im letzten Jahr. Nee, ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Ich weiß, vielleicht hat der Club umgeschuldet, wie Jax gerade schreibt, aber... Das kann sein. Ich kann's mir nicht... Aber ich meine, selbst wenn, hast du ja nicht auf einmal 65 Millionen irgendwo rumliegen als Schalke. Also, nee, wirklich nicht. Und wie groß ist dein Bankkonto? Was also aktuell habe ich einen Kontostand von 25 Millionen. Ah, okay. Und hier steht, diese Saison steht steuerrelevanter Gewinnverlust 36 Millionen. Diese Saison. Letzte Saison eben 55. Beziehungsweise 64. Und das war, ich meine, das ist ja die Saison, wo Schalke abgestiegen ist. Sie haben ja nicht in der Abstiegssaison 65 Millionen. Haben die so viele Spieler verkauft? Haben die ja auch nicht. Und natürlich auch nicht für 65 Millionen. Nee, keine Ahnung. Ich sehe es hier auch einfach nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warte mal, letzte Saison, Kartenverkauf. So aus. Also, wenn das der Umsatz wäre oder so, weißt du, wie ich meine? Dann würde ich sagen, ja, okay. Ja, Gewinn. Aber die haben ja wahrscheinlich gar keinen Gewinn gemacht eigentlich. Denke ich mal. Gesamte Einnahmen letzte Saison 130, Ausgaben 72. Ja. Also irgendwas hat der FM da sich zusammengerechnet. Also irgendwas haut da nicht so ganz hin. Und das ist ja wahrscheinlich direkt auf deine Schulden mit draufgerechnet worden, ne? Denke ich mal so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass. Oder wurde dir das direkt vom Transferbudget abgezogen? aus dem Gehaltsbudget. Keine Ahnung. Ich verschließe jetzt einfach mal die Augen und sage, das ist Sache des Vorstands. Ja, ja. Aber das. Puh. Schockiert mich gerade ein bisschen. Es ist immerhin eine Udraogo, ne? Den du da an Steuern bezahlen musst. Ja. Ah, guck mal hier, von meinen Top 5 Trikotverkäufen sind 3 Neuzugänge. Keuter, Tietz auf 1 und 2, die im Winter gekommen sind, und Özdinali, der ebenfalls im Winter gekommen ist, auf 4. Geil. Das ist schon geil. Gute Deals gemacht. Also erste Hinrunde hätten wir uns einfach sparen können. Und bei mir auf Nummer 1 Bakariata tatsächlich. Jawohl. Das finde ich gut. Das finde ich gut. An die Jatta-Hater hier im Chat. Gut. Wie läuft so, die? Unterdessen habe ich einen deutschen Nationalspieler verpflichtet. Oh, deutschen Nationalspieler. Wer ist es geworden? Warte mal. Einen aktiven? Einen aktuellen? Ja. Robin Gosens? Nee. Nein. Im FM ist er kein Nationalspieler. Uff. Du holst Dennis Undav zur Leihe. Nein. Okay, sag. Maxi Mittelstädt. Ah, okay, hätte ich drauf kommen können. Für 600.000 stand er auf der Transferliste, habe ich gesagt, den nehme ich mit. Oh, das ist echt solide. Ja, stimmt. Er wollte auch nur Rotationsspieler sein und unter 1 Million verdienen. Da habe ich gesagt, ey, der passt einfach perfekt hier rein. Und direkt 4-Jahres-Vertrag wollte er haben. Also so totales Commitment zu Schalke fand ich gut. Mega entspannt, ja. Ich habe einen neuen Keeper. Ich habe auch einen Nationalspieler geholt im Tor. Kühn Castells? Richtig. Ja, habe ich gesehen, dass die News, ja. Dass die Verhandlungen stattfinden, das vollzogen ist noch nicht, aber ja. Und Amir geht nur Sheffield United, den kriegen wir. Du warst hier, das Angebot war schon raus mit dir, du warst ja einig mit ihm, aber dann ist er nach England gegangen lieber. Ja, der hatte, glaube ich, 10 Verträge vorliegen und ja. Ah, okay. Aber hatte andere Optionen gehabt. Ja, aber mal gucken, ob wir jetzt überhaupt noch Spieler bekommen mit dieser Steuerrechnung. Oh Mann, ey. Was machst du taktisch? Bleibst du bei deiner Aufstiegstaktik oder sagst du, musst dir noch ein bisschen was anpassen? Ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem, was letztes Jahr ganz gut funktioniert hat, wobei es zum Schluss ja nicht mehr geklappt hat, ne? Also so, ja, deshalb. Ja, also so hundertprozentig hab ich mir da noch keine tiefergehenden Gedanken gemacht. Ich decke mich jetzt erstmal auf eine Position in der aktuellen Taktik so ein, dass ich die auch wieder spielen könnte. Ja. Und guck dann nächstes Jahr, was funktioniert. Ja, also mein Gedankenspiel ist halt so ein bisschen mit der Taktik. Das hat ja sensationell funktioniert. Wir haben ja Punkte gemacht ohne Ende mit dem 4-4-2. Aber wir hatten so 1-2 Spiele, wo wir richtig am Sack bekommen haben. Ja. Und dasselbe Phänomen hatte ich jetzt auch im Community Cup. Da habe ich auch das 4-4-2 gespielt. Und im letzten Streamer Cup auch. Mhm. Und das hat per se ganz gut funktioniert. Aber es gab so Taktiken, wo ich dann einfach 6-0 verloren habe.
Ja, ja, ja. Und ich habe halt die Befürchtung, wenn jetzt gegen die Bayern, gegen Leverkusen, gegen wer da sonst noch alles rumturnt, spielst, dass du dann halt schon das ein oder andere Mal solche Spiele drin hast. Das kann schon sein, ja. Aber ich würde, halt, also wenn ich du wäre, würde ich glaube ich jetzt erstmal nichts ändern. Weil das hat ja so gut funktioniert zum Ende der letzten Saison. Ich würde einfach genauso reingehen. Wenn ich du wäre, ja, würde ich genau das sagen, weil ich ja ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf bin. ich meine es doch nur gut, dass ich meine Tordifferenz versaue. Nein. Ah, schwierig. Ja, es ist halt wirklich schwierig. Ich weiß bei mir halt auch wirklich nicht, also inwiefern ich die letzten 6 Spiele bewerten soll der letzten Saison, weil das war ja offensichtlich dann, irgendwie war auch so ein bisschen die Luft raus. Wir waren quasi schon aufgestiegen. Und dann haben wir halt noch mal 6-mal entspannt nicht mehr gewonnen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat für die Bundesliga-Saison. Wirklich keine Ahnung. Ist auch super schwer einzuschätzen, ob der Kader dann jetzt gut genug ist mit den kleinen Transfers, die ich jetzt hier machen kann. Ja. Oder ob wir halt komplett abschmieren werden. Ja, das stimmt. Also so ganz genau weiß ich das alles noch gar nicht. Ja. Also was mir Mut macht, ist, dass die Bundesliga halt eine extrem ausgeglichene Mannschaft ist und wenn du halt einfach in einigermaßen guten Lauf reinkommst, dass dann halt auch ganz schnell dann einfach gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben wirst. Ja. Also was halt nicht passieren darf, ist, dass du direkt zum Saisonstart erstmal 3, 4, 5 Spiele am Stück verlierst. Und ja, dann, und du kommst dann so einen Negativstrudel rein, aus dem du nicht mehr rauskommst, genau. Ja, genau. Ja. Mir ist gerade eingefallen, ich habe meinen Sportdirektor noch gar nicht gefragt, was der noch für Ideen hat für Spiele. Ach jo, stimmt, das könnte ich auch mal machen. Wobei eigentlich bin ich jetzt für alle Positionen, die ich mir so überlegt habe, schon ganz gut aufgestellt. Christoph Kramer, ach was. Wenn wir noch einen guten Podcaster brauchen. Ja. Im Übrigen bin ich tatsächlich Ralf Herrmann losgeworden. Oh. Ich habe ihm einfach 500.000 bezahlt und dann ist er gegangen. Ja, so einfach ist das. Das heißt, ich habe dann 600.000 gespart. Siehst du, da ist schon mal ein kleines Stück der 60 Millionen Überschuss. Ja, ich vermute, das wird wirklich irgendwas gewesen sein mit Umschuldung oder so, ey, keine Ahnung. Ja, irgendwas im Hintergrund. Ahne Meier. Okay. Mein Sportdirektor kennt keinen einzigen Innenverteidiger, den man transferieren könnte. Das ist ja auch ein ganz großer Held. Keinen einzigen. Keinen einzigen. Keinen. Einfach keinen. Also mir werden hier 3 vorgeschlagen. Oh, sogar ganz gute. Auf Vertragsende werden mir auch 3 vorgeschlagen, aber auf Transfer nicht einer. Boah, Thilo Kehrer verdient 5,7 Millionen. Ja, nee, ist klar. Also, weißt du Bescheid. Ja. Ja, stimmt, aber Vertragsende ist schwieriger. Tja. Aber ich bin schon mal froh, also dass die linke Seite erstmal, dass ich ja 2 gute habe, das hilft mir schon mal sehr weiter. Ja. Und ja, ich habe auch zum Glück Van der Bremt bekommen. Ah, sehr gut. Ja, die wollten nur 3,5 Millionen haben für den. Das fand ich echt in Ordnung. Da haben wir zugeschlagen, haben wir fast unser gesamtes Budget für ihn ausgegeben. Und das heißt, du brauchst jetzt wieder Geld, ja? Also ich meine, Geld ist nie schlecht. Sag Geld mal stinkt so. Nicht. Ja, richtig. Und Makoto Hasebe kommt. Let's go. Was? Ja. Als Co-Trainer, oder? Für 150.000 Euro wird er hier eine Rolle als Joker einnehmen. Geil. Das 40 Jahre geil. Jung. Geil. Das finde ich gut. Und trotzdem noch Schnelligkeit 11. Das ist halt krass, ne? 40 Jahre insane. Schnelligkeit 11. Ist der Grundfitness 20? Ja. Geiler Typ. Thema Jonas David, da können wir tatsächlich gerne drüber reden. Ich glaube, wir sind in der IV tatsächlich jetzt eigentlich ganz gut besetzt. Und David wäre über. Ja, was schwebt uns davor? Warte mal, schauen wir uns mal den Marktwert an. Und nochmal sein Spielerprofil. So.
Da ist er. Ja, 24 Jahre jung. Physische Maschine. Mental fast Weltklasse. Ich sag mal so. Ja, den kann ich nicht bezahlen. Tut mir leid. Ja, ich sag mal so 1,5. Das ist ein guter Deal, glaube ich. Für einen guten Zweitliga-Endverteidiger beziehungsweise einen okayen Bundesliga-Rotationsspieler kann man das machen. Okay. Chat. 1 in Chat für Jonas David, 2 in Chat für Paul Jäckel. Paul Jäckel. Ich glaube, die Entscheidung fällt dann gegen Jonas David. Ja, echt? Hm. Also beide gleich alt. Paul Jäckel 2 ähnlich, Millionen, ne? Ähnlich teuer. Aber Jäckel halt mental nochmal eine ganze Ecke besser und hat halt einfach 15 Tackling. Ja, Jonas David ist halt alte Verbundenheit, ne? Alte Atalanta-Verbundenheit. Aber. Ja, was sagt der Chat? Ja, sehr jäckelig. Also nur 80% Jäckel. Komm. Einer sagt beide. 1,3. Ich nehme ihn für 1 Million. 1,2. Hm. Spaß 800.000 im Vergleich zu Jäckel. Das ist viel Geld. Ja. Aber ich will ja auch in der Liga bleiben. Ach, in der Liga bleiben. Ich überleg's mir nochmal. Okay. Sind beide keine, die jetzt das Niveau extrem nach oben schrauben? Nee, das stimmt schon, ne? Also. Sind halt gute Spieler, die auch noch ein bisschen Potenzial haben. Also vom Typ her für meinen Geschmack eher so Innenverteidiger Nummer 2,5 bis 3. Ja, ja. Die sich dann über Form dann von mir aus in die erste Elf spielen können, aber ist jetzt nicht so, dass das beides, wo du sagst, das ist jetzt der Platzhirsch. Und so, ich suche eigentlich einen Platzhirsch. Okay, ja, das so, sind sie beide nicht, ne? Für mich wäre Jonas David ein Spieler, den ich holen würde, um dann halt Kallas zu ersetzen als Innenverteidiger Nummer 4. Das wäre gar kein Thema. Ja. Oh, Alex Kral kommt, Freunde der Sonne. Ach was? Alex Kral kommt. Das war unser Backup-Plan zu Amiri. Und gut, dass wir beiden einen Vertrag angeboten haben. Ja. Der wird uns auf jeden Fall weiterhelfen in der Zentrale. Das ist sehr gut. Der könnte auch Innenverteidiger spielen. Wir vergleichen mal Alex Kral mit Jonas David. Ja, komm, ciao. Also physische Maschine ist komplett erledigt. Mental Weltklasse ist auch komplett erledigt. Der Jonas David hat eins mehr in Aggressivität und eins mehr in Stellungsspiel. Ansonsten grüne Balken auf Alex Kral-Seite. Alles. Physisch sind sie gleich gut. Kral ist ausdauernder. Ja. Und Technik ist auch, also Tackling ist genau gleich, Passen ist Kral besser. Ja. Und halt Dribbling und so, aber ist jetzt nicht so, dass, ey, ciao, also da wird echt Innenverteidigung Nummer 4. Mhm. Also, naja, muss ich überlegen. Aber also, ja, ich klar, überleg's mir. Ja, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn brauchen, weil wir ein bisschen Tiefe brauchen auf der Position. Ja. Aber da muss ich gucken, wie viel Budget ich denn dafür am Ende übrig habe. Ja, ich werde auch nochmal den Markt sondieren. Vielleicht gibt es da jemanden, der tatsächlich die 1,5 bezahlt. Ja. Ja, zumal, also ich meine, Kral hat letztes Jahr auch eine ganze Bundesliga-Saison gespielt, auf 28 Spiele. Das ist ja perfekt, ne? Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist schon so der Typ, den man da braucht. Und er kann halt zentral spielen, er kann Innenverteidiger spielen. Der hilft uns auf jeden Fall schon mal sehr weiter. Ja, das stimmt. Und dann mal gucken, vielleicht holen wir dann noch Jäckel. Vielleicht holen wir Jäckel, der hat, der Kral und Jäckel kennen sich. Da haben wir direkt ein eingespieltes Duo da hinten drin. Ja, Jäckel, jetzt wo ich ihn mir so angeguckt habe, finde ich ihn auch nicht schlecht. Tatsächlich. Gut, dass du mir gesagt hast, dass du dein Budget schon ausgegeben hast.
Naja, ein bisschen was findet sich immer überall, ne? Vielleicht finden wir auch noch mal eine Klausel oder so. Ja, guck mal hier, eine Weiterverkaufsklausel von Joscha Wagnermann können wir uns für 1,68 Millionen Euro kaufen. Oder verkaufen. Ja, okay, hast mich überzeugt. Ich gebe ganz schnell ein Angebot für Ekel ab. Ja, okay. Dann mach das mal. Okay, Leute, hier, Nihüs, können wir uns leider nicht so ganz leisten, weil 2,9 Millionen Euro abgezogen werden müssten von unserem Transferbudget von 0 Euro. Wollen wir halt echt diese Klausel jetzt eben verkaufen von Joscha Wagnermann? Was ist das für eine Klausel? 10% des Profits aus seinem nächsten Transfer gehen an den HSV. Wir haben ihn damals verkauft für 3,7 Millionen und der ist jetzt wert 25 bis 30. Ist halt die Frage, ob es da jemanden gibt, der letztes Jahr nur 15 Spiele gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, und davon auch 10 von der Bank, ist jetzt nicht so, dass er direkt weggekauft werden wird für was weiß ich für ein Geld. Wisst ihr was? Ich glaube, ich verkaufe diese Klausel jetzt. Dann können wir uns nämlich unseren Sechser holen. So. Wird unserem Transferbudget hinzugefügt. Jetzt gleichen wir das Budget an und haben dafür Julian Nihüs gekauft. Geil. Es ist der 15. Juni 2024 und unsere Kaderplanungen sind zu einem sehr großen Teil abgeschlossen. Das ist sehr entspannt. Das ist sehr entspannt. Dinos Gechter ist halt auch gut, ne? Also wenn wir jetzt noch gleich mal gleich irgendwo Geld herbekommen sollten, vielleicht über einen potenziellen Abgang von Dompe. Der sieht auch gut aus. Ben Bobzin. Vielleicht über einen potenziellen Abgang von Dompe oder von Jonas David oder wer auch immer da jetzt noch so wegwechseln könnte. Ja, dann schauen wir nochmal, was wir auf den offensiven Außen machen. Ansonsten scout ich weiterhin fleißig hier irgendwelche deutschen Teenager. Oh, Jan Thielmann aus dem Köln-Safe. Den würde ich natürlich auch gerne holen. Mathis Hansen. Oh, der wäre auch gut gewesen. Ja, jetzt wird mir der FM natürlich ganz viele Sechser vorschlagen, die nochmal viel besser sind als Julian Nihüs, ne? Ist ja klar. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt einstellen. Mehmet Aydin. Das ist auch super. Rechts. Aber rechts sind wir jetzt super aufgestellt. Kenneth Schmidt kostet 875 bis 8,75. Naja, okay. Skarke als Dompierse. Ja, Skarke ist auch super. Sieb ist gut, ja. Stimmt. Horst Rubesch beendet seine Karriere. Eine Ära geht zu Ende. Horst Rubesch macht Schluss. Im stolzen Alter von 73 Jahren ist Ende für Horst. Ja, für uns heißt das, dass wir uns jetzt um einen neuen Jugendabteilungsleiter bemühen müssen. Lass uns das direkt mal machen. Einfach den besten, den es gibt. Zack. Mal gucken, wen wir da so haben. Azuzi wäre super. Hat er da Bock drauf? Konsequente Persönlichkeit. Spielerfähigkeitenbeurteilung nur 15. Habe ich hier 2 von 3? Ja, tatsächlich. Wie ist es mit Ed Wahid? Persönlichkeit nur relativ zielstrebig. Ja, dann nehme ich lieber Azuzi und die gute Persönlichkeit. Ja, ich mache das so. Wenn er denn kommen möchte. Wir schauen mal.
Möchte gerne Sportdirektor werden, aber ich möchte ihn gerne als Jugendabteilungsleiter haben. Mal gucken, was er sagt. Hat er Bock drauf? Hat er keinen Bock drauf? Alles klar. Schade. Dann nicht. Wie sieht's mit Angelo Carbone aus? Gute Persönlichkeit. Gute Attribute. Möchte gerne Jugendabteilungsleiter werden. Machen wir das doch. Dem italienischen Experten. 500.000 Euro. Das ist halt auch schon ein krasses Gehalt für einen Jugendabteilungsleiter, ne? 500.000 Euro im Jahr. Wie ein guter Zweitligaspieler. Lukas Nubi, haben wir uns auch mal angeschaut. Alright. So, wie läuft's denn bei Leverkusen eigentlich? Wahrscheinlich, also noch hat keiner von euch was geschrieben, deswegen steht's wahrscheinlich noch 0-0, ne? Denke ich mal. Nach dem Winterupdate ist Mittelstädt so gut. Ja, das ist wirklich krass, ne? Also, das Winterupdate hat Stuttgart sehr, 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 sehr gut getan. Mittelstädt ist so eine Maschine geworden. Oh, das habe ich ja, das habe ich eben beim Schnack mit Terry gar nicht gesehen. Wir haben ein Angebot bekommen für Mikkel Brenzis. Für ein paar Millionchen könnte der Kollege wechseln. Müssen wir uns überlegen, ob wir den abgeben wollen? Schon Transfers gemacht? Ja, ein paar haben wir schon gemacht. Ich kann gleich nochmal ein kleines Roundup machen für alle, die jetzt frisch dabei sind. Also Mikkel Brenzis hat vom FM einen Marktwert von 1,8 bis 5,6 Millionen zugewiesen bekommen. Okay. Heißt das für uns? Geben wir den für... Ja gut, erste Frage ist, geben wir den überhaupt ab? Oder machen wir das nicht? Hat letztes Jahr immerhin 15 Spiele gemacht, ne? Immerhin 15 Spiele gemacht. Und wir sind auf den defensiven Außenpositionen jetzt nicht super breit besetzt. Ich glaube, wir müssen den erstmal behalten, bis wir da uns vielleicht nochmal einen weiteren Mann holen. Zumal der ja auch wirklich nicht schlecht ist und gutes Potenzial hat. Bist du auf der rechten Seite besetzt? Meinst du offensiv? Oder defensiv wegen Mikkel Brenzis? Und da haben wir eigentlich nur ihn und Van der Bremt, ne? So, der Vorstand möchte die Jugendeinrichtung verbessern. Ja, geil, machen wir natürlich. Immer gerne. Tolle Sache. Geiles Ding. Let's go. Okay, wir müssen Saisonziele festlegen und da gibt es eigentlich nur eine Option. Wir müssen nächstes Jahr die Klasse halten. Ja. Und damit müssen wir eigentlich auch schon einen Spielplan haben für die nächste Saison. Und den haben wir. Alright, Spielplan sieht so aus. Oh, das ist geil. Zweites Spiel direkt gegen Schalke. Oh, Terry, wir haben einen Spielplan. Wir haben einen Spielplan. Oha. Wie sieht der aus? Wir spielen gegeneinander am zweiten Spieltag. So viel zum Thema. Bloß nicht mit einer schlechten Moral da reinstarten. Ja. Sehr großartig. Ja, wirklich. Wie zu Hause oder auswärts? In Hamburg. Oder in Hamburg? Natürlich in Hamburg. Ja. Natürlich in Hamburg. Also wir starten in Leverkusen und dann gibt's zu Hause das Spiel gegen Schalke. Also erstmal eine schöne Niederlage gegen Leverkusen abholen, okay, und dann zu Hause es hoffentlich wieder gut machen. Okay, wir starten zu Hause gegen Gladbach, Hamburg, Hoffenheim, Augsburg, Freiburg. Das ist schon ein sehr freundlicher Spielplan. Das ist ein schönes Startprogramm. Wir haben dann nach Schalke Heidenheim, dann Bayern, Bochum und Köln. Okay. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Aber unser Abschlussprogramm hat es dafür in sich. Bayern, Bochum, Köln, okay, das könnten direkte Duelle werden. Dann Dortmund, Wolfsburg, Stuttgart. Das heißt, wir müssen schon relativ frühzeitig gerettet sein. Ja. Weil das wird dann hart. Also wir müssen hier einfach gut reinkommen. Ja, wir haben am letzten Spieltag auswärts Bremen. Ach du Scheiße. Oh nein. Das kann ja nur schief gehen. Auswärts Bremen. Ja. Ich sehe Papierkugeln fliegen. Oh Gott, hör auf, hör auf. Also ich freue mich ja, dass wir wieder ein Derby spielen, aber es hätte auch so, der 23. Spieltag wäre auch okay gewesen. Ja. Apropos Derby, wann spielen wir denn? Oh, wir spielen sehr spät gegen Dortmund. Ja, drittletzter Spieltag.
Oh, das ist auch übel. Fünftletzter Spieltag Bochum. Ja. So, er geht direkt ins Eingemachte. Sehr schön am Ende der Saison. Oh, wenn okay. Ich jetzt den Spielplan sehe, ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Bock auf diese Saison. Und dann gibt es ja auch schon die Prognosen, ne, von den Medien. Wer steigt ab? Oh ja. Warte mal. Vorschau. Also du bist hier wieder klarer Favorit. Ja, damit kann ich leben. Ja. Damit kann ich leben. Aber hier Heidenheim, mit Abstand letzter. Wie haben die denn letzte Saison abgeschnitten? Neunter. Krasse Saison, auch im FM gespielt. Wow. Und als Abschiedskandidat Nummer 1 gehandelt, ey. Das ist schon ein bisschen bitter. Der FM lernt nicht. Ja, aber ja, cool. Das macht jetzt schon ein bisschen, die Spannung steigt. Direkt am zweiten Spieltag ist aber wieder geil. Ja. Schaffen wir das direkt im nächsten Stream? Ja, oder? Ja, also wenn wir das nicht schaffen, dann sollten wir bis dahin. Doch, guck mal, ja, wir haben jetzt schon einen ganzen halben Monat geschafft. Ja, also wir sind jetzt wir schon. Wir haben noch einen halben Stream vor uns. Also. Wir sind jetzt schon weitergekommen, als ich gedacht hätte. Ja, ich auch. Dito. Jetzt habe ich gerade ein Angebot bekommen hier für Kreimel. Lass mal gucken, was wir da machen. Kreimel? Ja, die willst du wahrscheinlich nicht abgeben, ne? Ja, vielleicht tausche ich ihn einfach gegen, David. Gegen David. Ah. Was kriegst du für Kreimel? Gar nicht. Hm? Was kriegst du für den? Da musst du deine Scouts fragen. Okay. Ich habe ja noch nicht verhandelt. Ach so, okay. Sagen. Ich dachte, du bist so verschlossen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ein offenes Buch für dich, das weißt du doch. Natürlich. Okay, Kreml aber schon mental noch eine andere Nummer. Ja. Er war lange verletzt. Eine Million für Jonas David? Nee, ich habe 1,2 habe ich gesagt. Ich glaube, da bleibe ich bei. Eine Million sofort und eine Viertelmillion nach 15 Einsätzen? Ja, okay, machen wir. Okay, machen wir. Gut, dann machen wir das so. Dann bereite ich jetzt erstmal das Angebot vor. Ich gehe mal auf Jonathan David, das ist so bescheuert. Wie heißt der Kollege? Jonas David. Und dann wundere ich mich immer, dass da so ein hoher Marktwert steht. Ach so, stimmt, den gibt es ja auch. Dieser Superstürmer da von Lille. Ja. Ja, Angebot machen. 1 Million sofort und nach, was haben wir gesagt, 10, 15? Ja, du sagst... Es geht nur 10 und 20, dann mache ich 10 und... Ja, okay. Zählen da eigentlich auch Einsätze von der Bank? Ja, ne? Ich meine ja, okay. Ich denke, die wird er schon machen. Bei dir. Kann ja auch Sechser spielen, der Kollege, ne? Ja gut, die Position gibt's nicht, aber... Ach so, stimmt, richtig. Ja. Na, wer weiß. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich noch 4-1-4-1, könnte ich mir gut vorstellen. Also, gucken wir mal. Aber Kreimel wollte ich eigentlich nicht abgeben, aber wenn wir ein Angebot für bekommen, ich glaube, ich bin halt immer skeptisch, wenn er so lange verletzt war. Und David ist halt physisch nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube, in der Bundesliga brauchst du halt erstmal Physis. Mhm, das glaube ich auch, ja. Saisonziele. Ich habe zwei Saisonziele. Saisonziel Nummer 1 ist aus Abstiegskampf raushalten und Saisonziel Nummer 2 ist Tabellenmittelfeld. Jo. Nämlich mir war genau ein Saisonziel. Ich hatte nur Klassenhalt zur Auswahl, mehr nicht. Super. Ja. Ich wäre gerne in deiner Stelle. Dann Mittelfeld, oder? Let's go, Schalke. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall Mittelfeld. Direkt mal hier den Druck hochhalten. Okay. Da kriegst du auch ein bisschen mehr Budget, ne? Warte mal. Mein Transferbudget ist 0. Ja. Und mein Gehaltsbudget ist 32 Millionen. Und wenn du sagst, du schließt im Mittelfeld ab, kriegst du dann mehr Transferbudget? Das habe ich nicht ausprobiert, aber wenn ich sage, ich gehe in die zweite Pokalrunde, hätte ich 300.000 mehr bekommen. Hey. Ich habe gesagt, nee, ich erreiche lieber das erste Saisonziel direkt nach dem ersten Spiel. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Ja, stimmt.
Was ist dein Spieler mit der Rücknummer 22? Ich weiß aktuell gar nicht. Was hast du bisher so für Transfers gemacht? Ja, für alle, die jetzt gerade neu mit dabei sind. Wir haben schon einiges gemacht, was Kaderplanung angeht. Wir haben uns zum Beispiel einen neuen Torwart geholt. Kohn Castells wird uns verstärken am 1.7. dann. Außerdem kommt Makoto Hasebe, ein weiterer Mann für die Defensivzentrale, 40 Jahre alt. Ich denke mal, seine letzte Saison vor der Rente. Mal sehen, wie viele Spiele der für uns machen wird. Aber der ist halt, weil schlecht ist er nicht. Dann haben wir Injas van der Brem fest verpflichtet. Letztes Jahr war er ausgeliehen. Für 3,2 Millionen, also da hat Red Bull Salzburg nicht viel haben wollen. Außerdem verpflichten wir Thomas Ovejan kostenlos von Schalke 04, von Terry, direkt. Der kann auf links halt alles spielen. Und kann auch Achter spielen. Also sehr, sehr guter Allrounder. Und wir holen uns einen neuen Sechser mit Julian Nihus. Der wird da gemeinsam mit Jonas David, was heißt gemeinsam, der wird sich mit Jonas David um den Stammplatz hauen müssen. Er ist halt ein bisschen jünger, deswegen denke ich mal, dass Julian zunächst mal die Nase vorn hat. Aber wenn David sich beweist, dann spielt auch David. Außerdem, und das haben wir im letzten Stream schon gemacht, kommt Cedric Teuchert. Ebenfalls ablösefrei für 0 Euro. Kann offensiv auch, soweit ich weiß, alles spielen, ne? Also den können wir auch einfach, Cedric Teuchert Flügelspieler spielen lassen. Und das würde auch funktionieren. Aber wahrscheinlich ist er dann einfach unsere zweite Option im Sturm für Bobby. Es tut mir leid, aber dieses Experiment ist einfach zu unrealistisch. Abwarten. Wobei ja, also ich würde sehr viel Geld darauf wetten, dass der HSV dieses Jahr nicht mehr aufsteigt. Ja, okay. Jonas David akzeptieren wir. Damit haben wir nochmal ein Millionchen mehr. Wer geht alles weg? Jonas David geht jetzt weg zu Schalke. Und ansonsten haben wir eigentlich, was Abgänge angeht, bisher noch nicht wirklich viel. Im Grunde bleiben halt alle, ne? Also die Leihspieler gehen wieder weg. Pavlovic geht, Früchtel geht, Hatzi Kadunic geht und Noah Weishaupt geht. Und ansonsten bleibt der Kader halt erstmal so beisammen, wie er letztes Jahr gestanden hat. Ist ja eigentlich ein sehr guter Kader, den wir jetzt noch an ein paar Stellen verstärkt haben. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn wir mit dem Kader, so wie er dann jetzt mit den paar kleinen Verstärkungen, die wir jetzt eben gemacht haben, also wenn der Kader so ist in der nächsten Saison, hätte ich kein Problem mit. Ich hoffe, der HSV schafft es. Am besten gegen die VW-Wölfe. Das wäre auch mein Lieblingsrelegationsgegner. Also so rein vom Flair her. Ich glaube, von der aktuellen Form her hätte ich ganz gerne Bochum. Ich hätte also Mainz auf gar keinen Fall. Köln sowieso sehr ungerne. Bochum wäre schon cool. Ich glaube, gegen die hätten wir wahrscheinlich die größte Chance, irgendwie aufzusteigen. Aber selbst gegen die rechne ich mir da eigentlich keine Unchancen aus. Liverpool-Atalanta 0:1. Alright. Der Zug hat leider den Bahnhof verlassen und kommt leider erst nächstes Jahr wieder. Ja, zumal auch aktuell, also nichts im Spiel des HSV lässt einen irgendwie optimistisch sein. Das letzte haben wir gegen Kaiserslautern zwar gewonnen, aber gut gespielt haben wir auch nicht. Bochum und im Ansatz Köln, der Rest wird hart. Ja. Das denke ich leider auch. Vor allem, wir müssen es erstmal schaffen, Relegation zu spielen. Ne? Also aktuell ist Düsseldorf ja deutlich stabiler als wir. Und glaube ich, die letzten 4 Spiele alle gewonnen oder sowas. Bei Leverkusen wird gerade paniert. Echt jetzt? Vielleicht muss ich mir das nebenbei auch nochmal doch noch mal anschauen. Dass die Zecken mal aufsteigen, ich freue mich schon auf die Klatsche gegen Bayern. Ich weiß nicht, ob ich mich dann darüber freuen kann, dass sie Bundesliga spielen. Naja.
Ich hoffe so sehr, dass St. Pauli nicht das nächste Union Berlin wird und nächstes Jahr irgendwie durchmarschiert und 2 Jahren Champions League spielt. Was? Bitte nicht. Bitte nicht. Das könnte ich nicht ertragen. Und ich habe sogar das Gefühl, dass es bei denen ganz gut funktionieren könnte. Liverpool und Milan liegen hinten. Okay. Ist ja eine relativ wilde Nummer aktuell. Benfica Marseille 1-0. Warte mal. Ist gut für die Stadt Hamburg. Ja, das natürlich, klar. Aber als HSV-Fan ist das nicht schön. Ist mir dann die Stadt Hamburg erstmal. Naja, man kann ja nicht aus seiner Haut, ne? Was denkst du, wer wird sich in den Champions League-Rückspielen durchsetzen? Boah, schwierig. Ich glaube, die Bayern kommen weiter gegen Arsenal. City setzt sich gegen Real durch. Atletico gewinnt in Dortmund. Und Barca spielt zu Hause unentschieden und kommt weiter. Das sind meine Tipps. Oh, Benesch verletzt sich. Benesch spielt Europameisterschaft. Verlieren gegen Norwegen. Und dabei verletzt er sich. Geil. Geil. Wie läuft's denn hier? Deutschland schon durch. Guck mal. In der Gruppe mit den Niederlanden, dem Kosovo und Wales. Deutschland schon gegen die Niederlande gewonnen. 2-0. Wie sieht denn die Mannschaft aus? Gnabry spielt Stürmer, Musiala links, Müller rechts, Henrichs, Kimmich, Gündogan, Raum, Rüdiger, Hummels, Ginter, Ter Stegen. Okay. Scheint zu funktionieren, ich meine. Also, wo wir jetzt bei direkten Deals warm gelaufen sind, was ist denn beste Preis für Levin Öztunali? Levin Öztunali, ja, kann ich den noch gar nicht so ganz genau sagen. Stimmt, den wollte ich noch mal anbieten. Ich sehe hier keine Interessenten. Nee, gibt aktuell auch noch keine. Ich biete den nochmal via Transfer Room an und schau mal, was so passiert. Was willst du denn bieten? Also was ist so deine Preisvorstellung? Ich hab nicht mehr so viel Geld, leider. Gerade sind die ganzen Gehaltserhöhungen bei Aufstiegsklauseln ausgelöst worden. Ach so Scheiße, okay. Okay. Ich würde die Leihe gerne noch um ein Jahr verlängern. Okay, schwierig, Terry, schwierig. Weil er hat so. Ja noch 2 Jahre Vertrag bei dir, das heißt, ich pflege den weiter und dann kannst du den nächstes Jahr für noch mehr Geld verkaufen. Oha, ja, okay. Genau. Das ist eine Aktie, in die ich quasi investieren muss mit Leihen an Schalke. Ja, eigentlich mit Optionsschein und so. Ja. Nee, ich glaube nicht. Also ich werde versuchen, den irgendwie zu Geld zu machen. Also, und das heißt erstmal, dass ich ihn für 8 Millionen Euro anbiete, weil das sein Marktwert ist. Also sein Marktwert ist irgendwie 9 Millionen, aber ich glaube nicht, dass es jemand bezahlt, deswegen biete ich ihn für 8 Millionen an. Ich schaue mal, wie der Markt reagiert. Ja. Und ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Reaktion des Marktes angeht. Ja, halt mich mal auf dem Laufenden. Ja. Also jetzt hat sich, also für 8 Millionen hat sich überraschenderweise noch keiner gemeldet. Ich gucke mal, ob ein Spielervermittler. Mir wurde von Spielervermittlern geflüstert, dass aktuell kein Interesse am Spieler besteht. Ja, es wird sich bestimmt noch ändern. Schauen wir mal. Ja. Ich habe hier gerade einen krassen Spieler entdeckt. Warte mal. Hä? Trabzonspor hat ein Angebot für Aydin. Moment, haben wir einen geilen Rechtsverteidiger hier, Chat? Das ist ja auch geil. Und wen denn? Der kommt zu uns. Mehmet Aydin, der war ausgeliehen zu Trabzonspor, was ich gar nicht wusste. Ja, den habe ich mir auch gerade angeschaut. Der ist einfach mal ein 4 Sterne Außenverteidiger. Hä, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir so einen krassen Spieler haben. Ja, der sieht echt richtig gut aus. Hat er sich so gut entwickelt oder habe ich ihn einfach komplett ignoriert die ganze Zeit? Trabzon hat eine Kaufoption von 1,4 Millionen.
musst du beten, dass sie die nicht mehr ziehen jetzt. Die haben einfach 300.000 geboten, das will ich natürlich nicht. Nee. Aber, ey, das wäre ja krass. Der ist echt gut. Dass ich da einfach noch einen überragenden Außenverteidiger da bekomme. Mhm. Ey, das wäre richtig, der sieht richtig gut aus. Ja, der hat halt wirklich alles. Ne? Vor allem, er ist 22 Jahre jung, der hat bestimmt noch ordentlich Potenzial. Voll, und vor allem hat er auch noch... Der kann auch links spielen? Ja, Vertrag, der kann links spielen. Junge. Das ist ja geil. Da fällt mir einfach ein Außenverteidiger vom Baum. Angebot ablehnen, würde ich sagen. Ja, da gucke ich auch nochmal auf meine Leihspiele, ob ich irgendwen übersehen habe. Ey, wir sind so die Pros. Alles im Griff. Ja. Also, ein... Nee, ich hab leider keinen übersehen. Ich habe keinen Weltklasse-Außenspieler verliehen. Schade. Das ist ja verrückt. Ja, die Jugendspieler entwickeln sich ganz gut bei mir. Das ist schön zu sehen. Wie geht's deinen Jugendspielern, deiner Weltklasse-Goldenen Generation? Ja, die hat gerade, der erste hat gerade in der U19 debütiert. Nationalmannschaft. Not bad. Mit 15? Oder wie alt ist er? Ja, aber mit 16, glaube ich. Warte mal, ich gucke mal. Hier, Barcelona. U19 mit 16, ja. Aber frischen 16. Der Typ ist halt auch so eine Maschine. Ja, voll. Voll. Dem halten wir auf jeden Fall einen Platz frei. Also ich bin halt auch immer noch voll dafür offen, eins deiner Wonderkids mit Östinadi zu tauschen oder so. Also das, Ja. Das, Ist halt ein kleiner Gamble, weil ich nicht weiß, wie lange dieser Safe gehen wird. Ja. Ja gut, ich sag mal, wenn die jetzt 16 sind. Also es müsste schon ziemlich guter sein. Ja. Ich glaube, das spielt... Vielleicht ziehe ich das Angebot doch wieder zurück. Aber wer weiß, vielleicht sitzen wir hier in 3 Jahren immer noch und spielen den Safe weiter. Man kann den Safe ja weiter mitnehmen. Man kann den Safe ja weiterspielen. Insofern. Letzten Endes muss da auch der Chat ein bisschen... Richtig. ...wissen, was er will. Also wenn ich hier weiterhin bei mir 200 Leute zugucken, dann why not? Ja. Transfer-Meeting. Ich lehne ab. Hamza Mendil. Das ist doch auch ein Ex-Schalker. Was? Ne? Ja. Ist denn... Ja. Hat es einen Grund, dass die Slowakei bei dir die Flagge der DDR hat? Ja, das hat einen Grund. Ich mache ein FM-Experiment. Und dafür habe ich die Slowakei zur DDR gemacht. Ist das nächste Experiment, was dann auf dem Hauptkanal kommen wird. Irgendwann am Wochenende wahrscheinlich. Was auch ganz cool sein wird. Finde ich zumindest so. Wird man den Safe auch in den neuen FM25 übernehmen können? Ja, wird man machen können. Beste Donnerstagabendunterhaltung, nice, Mann. Nehmen wir immer mal in der Europa League rein. Vielleicht stelle ich mir hier doch gleich einen Laptop hin. Wobei, da muss man RTL haben, ne? Oder irgendwie RTL Plus oder so ein Scheiß. Hab ich nicht. Wobei, ich glaube, ich bin noch beim Account meiner Schwester. Warte mal ganz kurz. So. Gucken wir mal, wie die RTL Plus-Lage hier ist.
So, da bin ich wieder. Alright, Terry scheint irgendwie wild zu verhandeln mit irgendwelchen Spielern. Muss auch noch schauen, was du mit Baumgartel machen willst. Baumgartel? Achso, ich lese den falschen Chat. Ich lese einfach Terrys Chat. Komplett verwirrt. Okay. Haben wir jetzt hier im Safe eigentlich noch irgendwas Großes zu tun, bevor die Saison dann bald losgeht? Okay, Jonas David akzeptiert den Wechsel zu Köln. Das ist schon mal gut. So. Ich bin mal gespannt, wie viel Prozent des. Ja, genau, da steht's. 900.000 Euro kriegen wir dann auf unser Budget gutgeschrieben. Das ist schon mal gut. Ich bin pleite, als ich gedacht hätte. Ich muss den David-Transfer mal um eine Woche verschieben. Tatsächlich. Hier steht aber schon. Der Transfer kann abgeschlossen werden, da hast du vor dem Geschäft. Achso, du musst jetzt noch zustimmen. Okay. Und ich kann nicht Budgetangleichen auswählen, ich kann nur verschieben. Oh. Aber das liegt daran, dass der Kreimel-Deal halt noch nicht durch ist. Wir sind uns einig geworden mit dem, weiß ich nicht, Sturm Graz oder wer das war. Aber der Deal ist halt noch nicht durch. Okay, aber ich sehe mein Geld schon noch, ne? Ja. Okay. Definitiv. Ist ja gut. Ich meine, wir sind Schalke, hallo? Ja. Was denkst du denn? Wir haben Ruf zu verlieren. Ja klar, ihr macht da jedes Jahr irgendwie 60 Millionen Gewinn, da muss auch mal was überbleiben. Ja, wir liefern Jonas David dann einfach direkt beim Finanzamt ab. Genau. Ah, Mist, ey, mir fehlen gerade 5 Millionen. 5 Millionen? Oha. Das ist ja sogar gar nicht mal so wenig. Nee, also jetzt nicht für Jonas David, logischerweise. Nee, aber so generell. Ich habe gerade den Innenverteidiger gefunden, der mir weiterhilft. Christoph Klara. Ja, aber ich kriege ihn nicht bezahlt. Ja, kriege ihn nicht bezahlt. Bitte. Ich kriege ja noch nicht mal Jonas David bezahlt. Ja, das hart. Ja, das ist echt hart. Aber ich bin jetzt so im Grunde durch mit meinen Planungen vor der Saison. Ja, ich bin durch mit meinem Budget. Ja, ich auch. Also wenn Jonas David dann, also wenn Geld von Schalke kommt, dann haben wir 900.000 Euro auf dem Budget. Aber das war's dann auch. Das war's dann auch. Mal schauen. Tja. Was machen wir? Also gut ist, Alex Kral ist durch. Das hilft uns schon mal sehr weiter. Ja. Und alles andere. Vielleicht können wir noch ein paar Klauseln verkaufen oder so. Klar. Oh ja, klar. Marvin Pieringer. Wo hast du die schon wieder her? Ich dachte, du hättest jetzt 300.000. alle verkauft. 300.000, klar. Ja, nehmen wir mit. Easy. Ein Drittel. Oh, für Malik Chiao kriegen wir nochmal 5 Millionen. Wir können einfach Clara kaufen. Was? Nochmal 5 Millionen. Ich krieg die. Ich krieg die ja nicht aufs Transferbudget, das funktioniert ja wieder nicht. Nicht? Aber also ich, ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Doch. Also bei mir hat das funktioniert. Mir hat er die direkt draufgeschrieben aufs Transferbudget. Aber hast du, wie heißt das? Prozentsatz der reinvestierbaren und so weiter? Ach so, ja, ich habe 90% habe ich da. Ja, ich habe 45%. Okay, naja, okay, es sind immer noch irgendwie 2,5 Millionen, ist auch noch okay. Und ich kann den Vorstand nicht fragen, ob er mir mehr gibt. Ja, okay. Kann ich das? Und Malik Chiao ist halt mein Tafelsilber, es ist halt die Klausel, die.
Was hast du da für eine Klausel drin? Bei dem? Ja, warte kurz. Also lohnt es sich vielleicht, die zu behalten sogar? Ja, das ist das, nämlich 10% der nächsten Transfersumme. Oha, nicht mal gewinnen, sondern tatsächlich. Genau. Und er hat halt einen Marktwert von 70 bis 100 Millionen. Oh, das, Jesus. Und er hat halt noch 4 Jahre Vertrag bei Mailand. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, weiß der Geier, Real Madrid kommt und da 80 Millionen liegt, dann ist es halt direkt 8 Millionen und nicht nur 4,5. Deshalb war ich da so ein bisschen vorsichtig, die Klausel zu verkaufen. Ja, das habe ich nämlich gerade auch überlegt bei Wagnumann, weil er hat einen Marktwert von 25 bis 30 und ich habe 1,8 oder sowas bekommen für die Klausel. Ja. Hab's dann aber doch nicht am Ende. Ja. Ich habe gerade hier die 300.000 Klausel verkauft für Piringer und ich bekomme 130.000 auf Transferbudget. Also okay, naja, gut. Das würde... Ich glaube, dann hebe ich mir die Klausel von Cheo nochmal auf, falls man in der Winterphase oder sowas nochmal nachjustieren muss oder was. Ach was, Schalke möchte den Transfer verschieben, da man sich die Transfersumme nicht leisten kann. Ablehnen. Ja, genau. Jetzt wollte ich hier nebenbei noch ein bisschen Fußball gucken. Ich kriege das irgendwie zum Laufen. Ach, Terry hört mit. Schön. Also RTL Plus ist irgendwie auch nicht so geil, ne? Ich dachte, ich kann das jetzt hier einfach anmachen, aber nö. Dann gucke ich das eben nicht. Naja, was soll's. Dann müsst ihr mir weiterhin berichten, was passiert. Erstmal 3 Stunden Werbung davor. Nee, ich habe ein Standbild von Patrick Schick. Mehr kriege ich leider nicht als das. Mehr als Patrick Schick ist bei mir leider nicht drin. Ja, Leute. Und jetzt hat sich der FM auch aufgehängt, wie es aussieht. RTL Plus ist echt mies. Ja, ich fand's auch Dienstag echt nervig, dass man sich für eins der beiden Spiele entscheiden musste. Das fand ich auch nicht geil. Kann ich hier gar nichts mehr drücken. Ich hoffe, bei Terry funktioniert das noch. Du kannst irgendwie kein Pop-out machen, das macht dann auf Autopause. Super. Grandios. Ich habe jetzt hier auf Play gedrückt und es passiert einfach nichts. Und vor allem, wenn ich jetzt Konferenz gucken würde, dann ist da auch noch Conference League mit drin. Und Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce interessiert mich nicht so. Oder Viktoria Pilsen gegen Florenz. Eigentlich wollte ich nur Leverkusen gucken. Traurig, dass es keine Konferenz mehr gibt. Ja, es gab ja dann, am Mittwoch gab es ja eine. Aber das waren halt die beiden schlechteren Spiele, ne? Leider. Ach, jetzt hat es doch funktioniert. So, Konferenz liegt ja. So, ich kann hier weiter nichts klicken. Hakt der FM bei dir auch? Ich kann hier gerade nichts mehr anklicken. Nee. Oh, okay. Ich glaube, du bist auch raus, wenn ich das hier richtig sehe. Tatsächlich. Okay, ja, ich speichere mal. Ja, mach das mal. Vergisst man immer in der Transferphase. Oh, doch, jetzt kann ich wieder... Nee, doch nicht. Nee, alles klar. Ja, dann speichere mal lieber. Ja. Und ich muss dem armen Chat nochmal mein volles Gesicht zeigen. So. Lieber schlechte Leihdeals mit mittelmäßigen Kaufoptionen als gar keine Deals. Ja, ich finde Leihdeals sind meistens schlecht. Also ich weiß es nicht. Ich kriege ganz selten gute Leihdeals. Ich mache sehr, sehr gerne Leihdeals. Finde ich mal sehr, sehr gut. Aber ich habe es mega selten, dass die finanziell attraktiv sind, muss ich sagen.
Ja, meistens ist die Gehaltsbeteiligung relativ hoch und dann noch der monatliche Beitrag, ne? Das stimmt schon. Also ganz selten, dass man da irgendwie mal ein Talent abstaubt, was einigermaßen günstig ist. Ja. Keine Ahnung. Ja. Früher konnte man das relativ leicht abusen, diese ganze Leihgeschichte. War das im FM19 oder sowas? Habe ich irgendeinen Spieler, ich glaube. Nee, das war im FM21 in meinem Regionalliga-Safe, habe ich einen Spieler von Dortmund, McNally hieß der, habe ich einfach, ich glaube, für 6 oder 7 Jahre in Folge immer wieder geliehen. Ja, das ist geil. Und der war zum Schluss. Und dann am Ende Vertrag ausgelaufen, ablösefrei. Ja, genau. Der war zum Schluss halt quasi Weltklasse und Dortmund hat ihn immer wieder an mich verliehen. Ja, das ist geil, sowas. Das ist richtig. Ich glaube sogar für 0 Euro. So. Dann sollten wir wieder drin sein. Also die einzige Planstelle, die ich jetzt noch offen habe, ist tatsächlich Östonali. Und ich habe kein Geld mehr, also ich müsste jetzt nochmal die Leihe verlängern. Naja, du hast eben schon gesagt, dass du selten finanziell attraktive Leihdeals machst. Und ich glaube, das würde sich hier fortsetzen. Ich bräuchte jetzt so ein pädagogisches Erfolgserlebnis, weißt du, dass ich die Laien nicht komplett abschreibe. Ja, da sprichst du, glaube ich, mit dem Falschen. Ich sehe schon, was die Dollarzeichen so ein bisschen in den Augen bei Levin Östinali. Ja, auf jeden Fall. Na, ich brauche noch einen offensiven Außen, der mich qualitativ besser macht. Und das ist Levin Östinali. Also, das war jetzt halt der doofe Nachsatz, sonst hätte ich hier Lass mal angeboten. Nee, lass mal. Lass mal. Oder wie gut ist Lass mal? Der ist schnell, aber der kann nichts mit dem Ball, ne? Ja. Ja. Genau. Obwohl, ja, weiß ich nicht, nichts mit dem Ball ist. Also der kann den Ball weit einwerfen. Das kann er. So. Ja. Ja, nee, ja. Ich glaube. Also da habe ich schon Bakariata, der so ähnlich ist. Ja. Na gut. Ja. Robin Hack. Hast du mal nach Selke geguckt eigentlich? Selke ist eigentlich auch mal spannend, ne? Ja, aber nicht zu bezahlen, sehe ich gerade. 8 bis 13 Millionen Marktwert. Bochum will Glatzel haben für 12,75 Millionen Euro. What? Ja, machen, oder? Also das ist zumindest jetzt ein Gerücht in den Medien. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert, aber... Ja, aber mach das. Also, dann hast du auch das Geld, um mir Östonali günstig auszuleihen. Ja, ich glaube nicht. Das Ding ist halt, dann bräuchte ich einen Stürmer, einen guten. Na gut, ich habe gerade Teuchert geholt, ne? Ja, das stimmt. Und als Backup könnte ich dir Lass mal anbieten. Der ist groß und schnell, das ist sozusagen Davy Selke, das ist FM-Meter. Ja, du sagst es eben, Selke ist nicht zu bezahlen. Aber wenn man 12,75 Millionen Euro hat, dann ist, ja, 8 bis 13, na gut. Boah, wir sind echt schön. Nee, das ist auch wieder ein 29-jähriger Stürmer, ich glaube. Kannst du, glaube ich, vergessen. Nee. In meinem Köln-Safe war er auch nicht so gut, leider. Schlechte Erfahrung gemacht mit Davy dieses Jahr. Ja, gut. Was soll ich denn gerade machen? Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Tja, was ist die Alternative zu Östonali? Ich habe echt keine Alternative. Ich bin echt davon ausgegangen, das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir auch hin, aber... Die Vorstellungen gehen da noch etwas auseinander. Aber wie gesagt, ich bin dabei, mich selbst aktuell runterzuhandeln, was Östonali angeht. Für 8 Millionen will ihn keiner haben. Werde dann schrittweise runtergehen und dann irgendwie gegen Ende des Transferfensters können wir uns dann wahrscheinlich nochmal darüber unterhalten, über einen besseren Deal. Wird ein Deadline-Day-Deal, sagst du, ja? Ja, ich denke schon. Okay. Paris Brunner. Ja, also wenn tatsächlich, wenn er tatsächlich gehen sollte, Glatzel, dann muss ein Stammstürmer kommen, ne? Also da muss jemand kommen, der sofort spielt, der sich da vorne reinstellt und die Dinger macht.
Das kannst du dir natürlich, das kannst du so nicht planen. Ich hätte ja Bock auf Nelson Vibe, aber den haben wir in Köln schon. Ich könnte den nächsten Jatta holen, einfach Sidi Jatta. Bakary Jatta und Sidi Jatta. Das finde ich ganz cool. Jason van Dolven ist ein bisschen zu teuer. Was kostet in diesem Safe? Sixi? Wahrscheinlich irgendwie 30, 40 Millionen. Ne? Boah, guck mal, der wäre voll, der wär voll erschwinglich gewesen, ne? 16 bis, 8, bis 26, die Bayern holen den sich aber für 25. Also das ist natürlich auch far out of reach. Ein Gangkamm ist halt auch nicht so der Ersatz. Paris Brunner ist auf der Liste. Aber der ist nicht gut genug. Hat halt Potenzial, aber Moukoko, jetzt gucke ich doch nach Moukoko, ne? Okay, Moukoko kostet 7,8 bis 9,6 Millionen. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Save oder Ewigkeiten keinen Save mehr, in dem ich Youssoufa Moukoko gespielt habe. So, Vorbereitung auf jeden Fall schon mal auf Premium-Niveau hier. Die Bayern kommen und Real Madrid kommt. Oh, okay. Bei uns sind es Bayern, Man City und Chelsea. Okay. Ah! Noch nicht schlecht. Alles klar. Ich wollte gegen meinen türkischen Partner fallen, aber nachdem der abgesagt hat, habe ich gesehen, dass die Bayern Interesse haben. Und dann dachte ich, Die Bayern hier mal wieder zu den klammen Vereinen zum Benefizspiel kommen, dann sag ich nicht nein. Ja, ja, auf jeden Fall. Bayern spielen, okay, auf 13.7. Schalke, 27.7. HSV. Ja, entspannt. Sehr geil. Entspannt. Echt mal gucken, was ich da mache mit 12,75 Millionen. Moukoko hat alles beim BVB. Aber wer spielt dann Sturm? Teuchert? Stimmt. Stand jetzt? Ja, aktuell wär's Teuchert, ja. Also wir haben sonst noch den, wie heißt er? Nemet, aber der ist nicht ganz gut genug. Ja, aber das heißt, ein Teil von den Einnahmen musst du dann auf jeden Fall da in die Ecke wieder rein investieren. Ja, ja, genau. Also es ist halt dann die Frage, ob ich einen Starspieler hole, der dann tatsächlich 10, 11, 12 Millionen Euro auch kostet. Oder ob ich da versuche, ein bisschen günstiger reinzugehen und dann vielleicht noch jemanden auf Außen zu holen. Ist wahrscheinlich smarter, das dann auf zwei Positionen zu verteilen. Aber dafür muss auch erstmal das Angebot kommen, ne? Ja, das stimmt. Nicht das Fell des Bären verteilen, bevor er erlegt ist. Wer ist denn abgestiegen? Frankfurt ist dann noch abgestiegen. Vielleicht findest du da ja jemanden. Frankfurt und Darmstadt sind doch runter. Frankfurt habe ich mir vorhin schon mal angeguckt, aber meine ich. Mit einem anderen Blick. Auch nochmal rein. Ja, Frankfurt und Darmstadt. Ein Gangkampf haben die, ja, der ist ganz gut. Vielleicht frag mal den Hasebe, vielleicht hat er noch einen Ratschlag, wenn er da mitnehmen könnte. Der stellt sich zu nur selbst in Sturm. Also auf jeden Fall jeder irgendwie zum Verkauf hier. Ja, also Marmoush und ein Gangkampf, die werden Gangkampf. Halt. Boah, die sind beide gut, ne? Die sind beide gut. Und die werden auch alle, also so was ich jetzt hier als Transferwert sehe, werden die, also zumindest ein Gangkampf wäre auf jeden Fall im Budget. Und ist halt auch erst 23, Sprinter vor dem Herrn. Ja, ja. Also halt anderer Spielertyp, ne, als Glatzel, aber. Es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, in der Bundesliga dann ein bisschen mehr auf schnelle Spieler zu setzen. Zu gehen, ja. Ja. Ja, Marmoush und Gangkamp sind zwei gute Optionen. Vor allem, weil Marmoush auch links spielen kann. Vielleicht hole ich einfach beide. Das wäre auch, ne? Da musst du aber gut verhandeln mit Bochum. Sonst kommt Bochum noch auf die Idee, warum holen die nicht einfach beide? Es ist echt eine ganz gute Frage, tatsächlich. Ich bin jetzt fast versucht, Glatzel einfach anzubieten, ne? Dass sie den einfach nehmen. Mit 12,5. Brauchst du noch einen Rechtsverteidiger? Ja, also hinter Van der Bremt, ja. Wieso, wen hast du? Nee, ich habe niemanden, aber Bochum hätte Felix Passlack. Ach so, oh ja, stimmt. Stimmt natürlich.
Ich krieg immer wieder einen aktuellen Scout-Bericht, aber ich kann ihn leider nicht bezahlen. Obwohl, ich habe es mir ja zum Ziel gesetzt, ihn in diesem Save endlich mal zu seinem Herzensverein Schalke 04 zu holen. Ja, aber das ist noch nicht. Muss eigentlich zusammenkommen, was zusammengehört. Eigentlich schon. 150.000 bis 8 Millionen wollen die haben. Thanks for the information. Na, ja, okay. Keine Angebote für Östonali. Gut, dass ich auch darüber berichtet bekomme. Ah, echt jetzt? Wow. Ja. Ja. Nett. So, dann sind wir gleich auch schon am 1.7. Ja, und dann hoffe ich, dass da nochmal Budget freigeschaufelt wird durch die Abgänge, aber ich fürchte, das ist schon weg. Ja. So. Wahrscheinlich schon. Ach, Polter kommt auch nochmal wieder. Alter Schwager, ich dachte, den wäre ich los. Nee, warte mal, Transfer arrangiert, Wechsel zu Royal Union. Nee, warte mal, was haben wir mit dem gemacht? Glatz. Achso, wir haben den verliehen und die Leihe wird dauerhaft. Ach, Ausleihoption, nach 15 Spielen, 17 hat er 1,4 Millionen. Ah, wir kriegen 1,4 Millionen für Polter, geil. Und ein Saudi-Verein ist an Glatzl interessiert. Mm. Bochum zögert also mit dem Angebot. Also dafür, dass Schalke so pleite ist, ist das eine ganz schöne Gelddruckmaschine hier. Ich finde hier die ganze Zeit irgendwo Geld. Ja, wirklich. So, Kallas wechselt zu Pauli, auch geil. Ich habe noch ein bisschen Kohle. Können wir jetzt Jonas David gleich bestätigen. Ja, schön. Da freuen wir uns doch beide. Da hoffe ich zumindest, dass das geht. So, was ist eine Ablöseforderung für Glatzel? Was haben wir denn da? Glatzel wäre sogar mit einer 15 Millionen Ablöseforderung zufrieden. Krass. Okay. Vielleicht sollte ich versuchen, aus 11 Millionen Baumgartel auch noch Geld zu machen. 17 sogar. Ja, also... Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Würde ich fast sagen. Also wenn du 11 Millionen für einen bekommst, in der zweiten Liga kriegst du Jungs, die ähnlich gut sind für weniger Geld. Irgendwie so ein Finn Jeltsch oder keine Ahnung was. Mhm. Hätte ich auch auf der Liste. Ah, das war echt teuer. Warte mal, haben wir jetzt schon das Geld bekommen oder kriegen wir das erst am 1. Juli? Wahrscheinlich kriegen wir das erst am 1. Juli, ne? Warte mal, Budget. Das sind auf jeden Fall deutlich mehr Transfers, als ich dachte, dass wir die haben werden hier. Ja. Ja, sonst können wir auch zum 1. Juli in den Urlaub gehen und dann. Und dann wissen wir da mehr. Ja, gut, er ist jetzt gleich. Ja. Das wird eine Weile dauern, bis er dann durchberechnet ist. Ich brauche noch einen Chef-Scout. Auch total geil, dass mein Chef-Scout seine Karriere beendet mitten in der Transferphase. Guter Mann. Und diesmal habe ich ihn nicht verkauft. Ich will mal dazu sagen. Ja. Ist ja nicht selbstverständlich hier. Warte mal, was machen wir denn hier? Wen hast du bisher alles geholt? Ich habe dabei. Kastels, Hasebe, Van der Bremt, Auvean, Nihüs und Teuchert. Die kommen alle. Okay. Wir müssen uns dann gleich, wenn Juli ist, dann kümmern wir uns auch mal um Abgänge, weil der Kader zu groß ist gleich. Also vor allem so, ich denke mal auf der... Guck dir mal Bright Osayi Samuel an. Bright? Der spielt bei Fenerbahce und steht für 4 Millionen auf der Transferliste und ist einfach ein Sprinter vor dem Herrn als Außenverteidiger. Boah, der sieht krass aus, ne? Falls du so einen hast, der brauchst ja die Außenbahn hoch und runter bombt. Damn. Jo. Ich weiß nicht, was er mental kann. Wahrscheinlich wird er eher ein eindimensionaler Spieler sein, aber wenn du so jemanden reinwerfen musst, um dann am Ende nochmal Tempo zu machen. Konzentration 12 bis 16 sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Ja, das stimmt.
Ja, den scouten wir mal. Danke für den Tipp. Right, Osei Samuel. Ja, wenn wir halt echt 12 Millionen kriegen, dann können wir da echt nochmal ein bisschen aufrüsten. Ja, aufrüsten, genau. Was sind jetzt noch so die Positionen, auf denen du dringend suchst? IV, ne? Also dringend eigentlich noch den Top-IV. Ja. Und ja, je nachdem noch einen rechten Mittelfeldspieler für Estunali. Ja, das ist aber, da werde ich, wahrscheinlich geht mir das Geld vorher aus, dann wird das dann wahrscheinlich Otaugo spielen. Oder Mehmet Aydin, den wir ja gefunden haben. Ja. Das könnte auch noch sein. Ah, okay. Ich schaue gerade mal bei mir durch, ob ich irgendjemanden habe, den ich dir empfehlen kann von meinen Scouting-Vorschlägen. Aber nicht so wirklich. David Nemeth. Ja, wir haben halt echt nichts für Terrys Position. Echt witzig, euch beiden zuzuhören. Der eine muss von dem Finanzamt abhauen und du denkst darüber nach, bei Frankfurt ausverkauft zu machen. Ja. Aber auch nur, wenn hier Glatzel geht, ne? Für ganz viel Geld. Ansonsten wird auch das schwierig. Aber ich habe jetzt so mal hier reingeschaut. Also allein schon, was uns hier vorgeschlagen wird, so ein Ezequiel Fernandes für 7 Millionen Euro. Das ist schon ganz gut. Also wir brauchen jetzt wirklich keinen Achter. Aber wenn ich einen Achter bräuchte und das Geld hätte, dann würde ich den sofort holen. Echt eine richtige Maschine, der Typ. Ansonsten, Nils Nkunku ist halt auch gut, ne? Für links, aber weder ich noch Terry brauchen einen Linksverteidiger. Nathan Teller für rechtsaußen. Das wäre halt auch noch eine Idee, wenn wir Glatzel verkaufen, dann könnten wir uns Teller holen für die Flügel, für beide. Und sogar für den Sturm. Mannhöf ist auch immer gut, ja. Der ist auch mal sehr, sehr, sehr stark. 12 Millionen Marktwert, ist auch bezahlbar alles, ne? Also ich sag mal so, wenn wir die Klasse halten, dann können wir diese Spieler holen. Und dann sind wir da sowas von drin. Paxton Aaronson wäre auch geil für die Offensive. Der wäre auch stark. Ich hoffe mittlerweile ja echt, dass wir Glatzel tatsächlich loswerden für das Geld. Weil das so viel aufmachen würde nochmal. Dann könnten wir nochmal richtig shoppen gehen. Also nochmal ein, zwei richtig gute Jungs holen. So haben wir halt Glatzel im Sturm, was halt auch geil ist. Einfach weil es Bobby Glatzel ist und der uns safe 10 Dinger macht. Aber ich hätte auch Bock, den Kader ein bisschen weiterzuentwickeln. Also es wäre beides geil. Antonio Nusa zum Beispiel. Auch so jemanden könnten wir uns dann einfach holen. Der kostet 10 bis 13. Dann wäre halt das ganze Geld wieder für einen Spieler weg. Aber Antonio Nusa, den kannst du halt wirklich in 2, 3, 4 Jahren für 30, 40 Millionen Euro verkaufen. Glatzel verdient knapp 2, glaube ich. Oder guck mal, selbst Can Usun wäre drin. Mache ich aber nicht, weil ich den schon im Köln-Safe habe. Corentin Tolisso ist auch am Start. Ach was, für 1,1. Jovan Milosevic. Der talentierte junger Stürmer. Eigentlich auch ein ganz guter Glatzelersatz, ne? Oh. Also, was ich hier so aus dem Augenwinkel sehe, macht Leverkusen ist eigentlich ganz gut. Und guck mal, Glatzel wird hier von unserem Co-Trainer nur noch, also von Raphael van der Vaart nur noch auf einen Spieler mit 3 Sternen derzeitiger Fähigkeit geschätzt. Und jetzt, wo ich die Ablöseforderung auf 17 Millionen geschraubt habe, sind Köln und Al-Khalay Club noch mit dran. Matanovic vielleicht, der gute Igor. Der ist mit meinem Bruder auf eine Schule gegangen. Fun Fact. Hamburger. Boah. Matanovic wäre eine Idee, ja. Lass uns noch mal weiter nach Stürmern schauen. Weil wir schon mal vorbereitet sind, falls das
Radamel Falcao? Habe ich da gerade Falcao gesehen? Der spielt einfach bei Rayo Vallecano, Alter. What? 38 Jahre alt. Hat er letztes Jahr gespielt? Ja, 10. Der hat kein Tor geschossen in der letzten Saison für Rayo. Hat er Bock? Der hat sogar Bock. Was will denn der haben? 400.000 Euro will Falcao nochmal haben. Für eine Rolle als Joker. Fände ich ja witzig, ne? Fände ich ja witzig. Ey, Ghost Kid, Mann! Ghost Kid haut 5 Euro raus. Vielen Dank, Mann. Das ist sehr, sehr freundlich von dir, Ghost Kid. Vielen Dank für die 5 Euro und danke für die netten Worte. Nee, aber wir holen nicht Falcao, dass wir ein bisschen lost. Brain Manu fand ich immer gut. Cardona ist eigentlich ein ganz guter Stürmer. Was Dost, ja. Ja, wir können uns auch tatsächlich jemanden in der Preisklasse holen. Ich weiß nicht, ob Bas Dost. Ich denke nicht, dass er zu uns wechseln wollen würde. Wobei, der spielt mittlerweile auch nur noch. Der ist schon 35. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der so. Irgendwie 32 oder sowas hätte ich den geschätzt. Aber. Sverre Halseth Nippan, den hatten wir im Dortmund-Safe. Der hat aber nicht gezündet. Der hat kein einziges Spiel für uns gemacht. Also können wir mich hier nochmal holen. Das ist halt ein Achter, ne? Also wieder niemand für unsere Position. Lorenzo Luca halt auch. Den hatte ich auch noch nie. Das wär sowas von der direkte Glatzl-Ersatz. 23 Jahre alt. 2 Meter groß. Guten Abschluss. Top Kopfballtechnik. Junge, den kannst du da einfach, den kannst du einfach vorne reinstellen. Ecken auf seinen Schädel. Und dann knallt er dir rein. Was schaue ich mir gerade an? Cian Lama, was geht? Einen wunderschönen Football-Manager-Stream schaust du dir an. Jason van Dulven. Schade, dass der so teuer ist, ne? Schade, dass der so teuer ist. Van Dulven hätte ich auch gerne. Justin Ginmar. Herr Bremer. Max Mörstedt. Viereinhalb kostet der. Ist günstig. Ist halt so ein Standardding irgendwie, ne? Max Mörstedt zu holen. Hätte ich aber kein großes Problem mit. Also können wir gerne mit aufnehmen. Joao Pinto, Schwanschara. Schwanschara habe ich im Köln-Safe überlegt, habe mich aber dann doch dagegen entschieden. Ich habe mir Almirante komplett reingezogen. Ich weiß schon, was du so tust. Ich weiß doch, Cian Lama, ich weiß doch. Ich dachte, ich gebe dir einfach mal eine wörtliche Antwort. Also bisher, wenn du schon keine italienischen Verteidiger magst, dann doch italienische Stürmer. Ja, das habe ich gesagt und dann habe ich trotzdem im Köln-Safe Pirola geholt. Kleiner Spoiler an der Stelle, falls jemand die letzte Folge noch nicht gesehen hat vom Köln-Safe. Also bisher finde ich halt legit, dass ein Gangnam immer noch die beste Option ist. Ein Gangnam oder halt Luca. Ein Gangkamp wäre der Stürmertyp, wenn wir ein bisschen vertikaler spielen wollen. Und ein Gangkamp wäre der Spielertyp, den wir einsetzen, wenn wir halt genauso spielen, wie wir letztes Jahr gespielt haben. Was halt beides in Ordnung wäre. Oder wir sagen halt, das wollten wir letztes Jahr auch machen. Wir sagen halt, wir holen den Jungen, den wir im Winter schon haben wollten und schnappen uns einfach Ori Stein Oskarsson. Was auch geil wäre. Ja, Krupschi ist halt auch eine Idee. Krupschi ist halt auch eine Idee, ne? Habe ich ihn hier schon umbenannt? Oh, habe ich nicht, verdammt. Facundo. Da. 10 Millionen kostet Krupschi. Das wäre auch eine solide Option. Ein bisschen Blast from the Past.
Kleiner Gruß aus dem Almirante Brown Safe. Finde ich ja schade, dass der einfach in die Emirate gewechselt ist. Zumal der echt Talent hat, ne? Aber das Geld schmeckt. Wobei, der verdient ja gar nicht mal so viel. 1,59. Also dafür wäre ich, glaube ich, nicht in die Emirate gegangen. Das hätte auch in Europa bekommen können. Gangkampf, finde ich, funktioniert aber wirklich nur als pressender Stürmer. Ansonsten hat er bei mir noch nie funktioniert. Ich habe schon ein paar Saves mit ihm hinter mir. Okay. Jessica Gangkamp Enjoyer. Ja, okay. Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Das ist halt der klassische pressende Stürmer, ne? Oh, fast Tor für Leverkusen. Anton Kade. Auch nicht schlecht. Hertha, ne? Ja. Hertha Jugend. Ja, für links außen tatsächlich eine Idee. Sammy. Finde ich leider nicht. Den guten Sammy. Moin, Meister. Liebe Grüße. Mikkel Kaufmann. Oh, Mikkel wieder zurückholen. Ja, Leverkusen will Elfmeter. Niemals. Das Ding ist halt, Mikkel Kaufmann sieht im FM wirklich auch ganz gut aus, ne? Auch ein starker, pressender Stürmer. Was kostet denn der? Ich frag mal nach. 75 bis 4,7 Millionen. Das sind echt immer so Preise, Digga. Da kannst du es auch gleich lassen. Lass uns doch noch auch einfach mal einen kleinen Scouting-Fokus hier rein knuspern. Wir suchen mal einen Stürmer. Transfer. 15 bis 29 und dann los. Innenverteidiger. Brauchen wir gar nicht so unbedingt. Duxch, ja, garantiert. Fiete Arp ist halt. Ja, der ist leider nicht mehr so wirklich gut im FM, ne? Der gute Fiete. Sonst fände ich es auch cool, den zurückzuholen, aber das ist leider keiner, der uns hier weiterhilft. Wird aber fleißig gescoutet, auch für die Außen. Für Rechtsaußen haben wir hier ein paar Spieler, die sich angeschaut werden. Manfred Zakaria, Österreicher und Indonesien? Indien. Dann Tony Springett. Der Name gefällt mir. Und sonst wurden uns hier Iggy Hoben, Garankul, der immer gut ist. Er ist halt wahnsinnig schnell, ne? Hat sich Newcastle für 350.000 gekauft, erstmal zweimal verliehen. Also wär so Bakariata ein bisschen schmaler. Ne? Und ein bisschen bessere Technik. Wenn das Save wirklich so lange geht, müsstest du auch Son zurückholen. Oh ja. Iran Kunda von Bayern leihen. Ja, wenn er dann am 1.9. dahin gewechselt ist, können wir uns das mal angucken. Moukoko schauen wir uns gleich auch nochmal an. Wir akzeptieren nochmal Jonas David. Mal gucken, ob Schalke jetzt genug Geld hat. Tippe mal auf Nein. Wir akzeptieren dann mal wieder die Verschiebung, ne? Ja. Das ist voll nett. gerne doch. Oh, ey. Ich bin so blind manchmal. Wie läuft's? Ach, ich hatte gerade unseren 1A-Innenverteidiger und habe ihm einfach versprochen, als ballerobernder Mittelfeldspieler eingesetzt zu werden, sodass wir die Verhandlung abbrechen mussten, ey. Oh nein, oh nein. Das ist so richtig dumm. So richtig doof. Oh Mann, wer war's? Fofana. Fofana, wo spielt er? Bei Leverkusen. So viele Fofanas. Ja. Ey, das ist echt so richtig, richtig dämlich. Ja, happens. Finde ich überhaupt gar nicht. Das Beste ist, ohne Chat wäre es mir gar nicht aufgefallen, weißt du? Ich hätte ihn einfach als ballerobernder Mittelfeldspieler geholt. Ja, das kenne ich sehr, sehr, sehr gut. Oh Gott, ey.
Wesley? Nee, der ist zu gut. Ja, wir warten nicht immer noch auf das Millionenangebot von Bochum oder was weiß ich woher, aber irgendwie kommt da nichts. Zum Angeboten oder? Willst du nicht verkraulen? Nee, ich trau mich nicht. Stehe ich auch. Vielleicht mache ich es auch doch. Ja, für die Summen, ne? Es wäre halt wieder ein Classic Jonukas, den wichtigsten Spieler zu verärgern, weil man irgendwie 12 Millionen rauspressen will. Nur um dann von Bochum ein 2 Millionen Angebot zu bekommen. Ja, genau. Weil Bochum denkt, du willst ihn unbedingt loswerden. Und dann muss ich das annehmen, weil nee, ich lass das. Oder ich mach's doch. Oh, ich weiß es nicht. Du kannst ja nur Bochum anbieten. Vielleicht bleibt es dann geheim. Guck mal, Terry, du kannst doch jetzt einmal ganz kurz speichern. Genau. Und dann stürzt es gleich ab auf einmal alles. Das passiert geil, ja meine immer. Anhänger sind besorgt, weil Polter den Verein verlässt. Echt? Das ist so ein Karnevalsverein. Ja, die Anhänger sollten besorgt sein, wenn er den Verein nicht verließe. Ja, eben. Das ist so crazy. So, warte mal, ich muss hier gerade mal gucken. Oh Mann, ey. Ja. Aber es war produktiver, als ich befürchtet hatte, muss ich sagen. Also, das ist schon echt in Ordnung. Jetzt muss nur noch hier diese ganze Innenverteidiger-Situation geklärt bekommen. Das ist noch nicht so einfach. Ja. Ich kann nochmal meiner Vereinslegende einen neuen Vertrag anbieten. Tom Mickel. Nein! Okay, doch nicht. Och, jetzt laufen hier diese ganzen Verträge von irgendwelchen Scouts und sowas aus. Daniel Müßig. Oh, Andreas Thum. Ja, das ist gut. Das ist auch eine Sache. Auf die habe ich halt immer gar keinen Bock, ne? Ich glaube, das muss ich einfach alles mal abgeben an meinen Mitarbeiter. Oder dann einfach mal ein bisschen bessere Leute holen. Sebastian Kapell. Er ist leider nicht so gut. Ich glaube, da finden wir einen besseren. Daniel Wirtz. Geht auch besser. Joshua Wyatt behalten wir. Assoziieren. Ja, sorry, ich habe deine Frage vorhin so abgetan. Ja, genau, ich spiele einen Save mit Terry. Er spielt Schalke, ich spiele HSV. Also soweit bist du wahrscheinlich auch schon. Letztes Jahr haben wir beide zweite Liga gespielt. Und sind aufgestiegen beide. Ich bin Erster geworden mit 69 Punkten, Terry ist mit 67 Punkten Zweiter geworden. Und jetzt sind wir eben dabei, den Kader zu planen für die Bundesliga. Ein paar Spieler habe ich schon verpflichtet. Die werden dann gleich am 1.7. alle kommen. Dann schauen wir uns hier alle gemeinsam nochmal an. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei und überlegen uns, was wir tun, wenn tatsächlich ein Angebot für Robert Glatzel reinkommen würde, das lukrativ wäre. Das ist so aktuell der Stand. Der sieht ganz gut aus. Komm, nehmen wir mit. Ich glaube, diese ganzen Spieler in der zweiten Mannschaft, da habe ich gar kein Problem, die gehen zu lassen. Ist das live? Nee, ist aufgezeichnet. Ah, der entwickelt sich sogar ganz gut. Den behalten wir nochmal. Live-Verein finden, ja, würde ich ja gerne machen, aber... Ich will ihm das nicht versprechen. Oder wenn es dann nicht funktioniert, haben wir den Salat. Omar Silla. Der macht sich in der Realität ganz gut. Ich glaube, hier hat er nicht wirklich Potenzial auf einen Platz im Profikader.
Sidney van Hooydonk. Sein Vater ist auch eine Legende, ja. Sidney van Hooydonk. 24 Jahre alt. In Breda geboren. Sieht so erstmal gar nicht so übel aus, ne? Kostet nur 100.000 bis 1 Million. Das ist sogar, ist sogar einigermaßen erschwinglich. Ach so, Team. Kenn das nur vom Einschlafen, das ist komplett neu für mich. Ja, das ist ein Livestream. Das ist unser kleines Projekt mit FM2-Kette. Er spielt Schalke, ich den HSV. Und jetzt planen wir hier gerade die zweite Saison. Die erste Bundesliga-Saison, weil letztes Jahr sind wir beide aufgestiegen. Cologne. Einen wunderschönen guten Abend. Was geht? Also diese ganzen 18 Abgänge, die ich hier hatte, die haben tatsächlich mal Budget freigeschaufelt. Heißt das, Jonas David wechselt tatsächlich zu Schalke 04? Ja, ich könnte das jetzt einmal anfragen, die Bestätigung nochmal, warte. Ja. Nee, warte mal, warum kann ich die nur zurückziehen und absagen? Hä? Hey, warte mal, bevor ich hier was kaputt mache, Bestätigung. Ja, ich muss anscheinend nochmal warten. Ja, okay. Normalerweise kann man das doch manuell nochmal anfragen. Vielleicht geht das nur nicht im Multiplayer, keine Ahnung. Aber ja, stimmt. Normalerweise müsste das gehen. Keine Ahnung. Ich guck. Warte mal, Rechtsklick, Transfer. Nee, ich kann nur absagen. Ja, vielleicht haben wir das auch heute erst verschoben oder so. Ja, ich probier's gleich nochmal. Ja, so eilig ist es auch nicht. Oder schon wieder kein Budget, das kann natürlich auch sein. Ich habe als erstes Christoph Clara bestätigt. Ach was, ja, das hat natürlich wieder Prioritäten. Aber der arme HSV, der kann auf seine Millionen warten. Ist in Ordnung. Alles gut. Dachte ich eigentlich auch. Alles gut. Aber es ging. Zur Not verkaufe ich noch was. Ah, 1. Juli. Immer besser Tag, wenn das jetzt ja einmal hier alle hin und her transferiert werden. Ich freue mich auf den neuen Kader, wenn die ganzen, auch die ganzen Verträge dann auslaufen. Ja. Man weiß, die verlassen einen. Aber echt ein aktiveres Transferfenster, als ich dachte. Ja, ich habe auch jetzt schon mehr gemacht, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich bin auch echt recht zufrieden, muss ich sagen. Bis dann auf einmal 9 Spieler. Ach nee, das ist Tos Haltern. Der HSV begrüßt 5 neue Spieler. Guck mal hier, Hasebe, Teuchert, Nihüs, Köhn-Castells und Uwean. Man ist wütend, dass ein so wichtiger Spieler verkauft wurde. Wir haben ja noch nicht mal Geld für den bekommen. Die Fans sind wütend. Also hier ist man sehr glücklich über die Verpflichtung eines so talentierten und wichtigen Spielers. Ja. Es können jetzt allerdings, also guten Deal gemacht. Es können jetzt, boah, krass, Atalanta für 3-0 in Liverpool. 3-0 jetzt mittlerweile. Freunde der Sonne. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich ein Spiel aufgrund unserer Vergangenheit, wo ich eigentlich einen Watchalong zu hätte machen müssen. Aber 3-0, das ist ja wie hier Atalanta-Vibes, Freunde der Sonne. Das ist krass. Spielt Liverpool da irgendwie mit der zweiten Mannschaft oder so? Ey, keine Ahnung. Ich guck mal gerade Aufstellung. Kelleher, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Gomez, Endo, Jones, Alistair, Gakpo, Darwin, Elliott. Also klingt jetzt nicht so verkehrt. Ist keine ganz schlechte Mannschaft, nee. Aber Ladea macht halt Ladea-Sachen. Heftig. Das ist ja geil. Heftig, heftig. Und Leverkusen hat auch gerade das 1-0 gemacht gegen West Ham. Ja. So, wir holen 6 Spieler. 2 minus, 2 minus, 2 minus, 2 minus, 2. Okay. Einheitliche Bewertung hier. Ja, bei uns ist man, ja, wir kriegen für Makoto Hasebe immer eine 3+. Ich dachte, das wird schlechter, aber die, ja, krass, okay. Die Fans sind zufrieden. Cedric Teuchert, da ist man sich unschlüssig. Ja. Castells, direkt 4,5 Sterne. Oh, herrlich. Das ist mega gut. Was zahlst du ihm an Gehalt? 1,9. Oh, krass, das geht ja. Das geht komplett. Ich habe damit. Das ist ja eine Gehaltsklasse mit. Eine Gehaltsklasse mit Ralf Fährmann. Ja, das stimmt sogar, ja.
Da hätte ich einfach, na gut, wenn ich das gewusst hätte, ich auch noch mal einen Hut in den Ring geworfen. Ja, ja, machst du nicht. Wobei ich ja mit Müller sehr zufrieden bin, aber Kühn Castells ist natürlich schon echt ein Stil dann. Mhm. Ja, absolut. War ja auch ablösefrei, oder? Der war ablösefrei, genau. Ja, krass. So. Kreml, unzufrieden. Aber Junge, alle Geld. Nee, wir haben weiterhin 0 Euro im Budget. Also das ist, Trotz der Abgänge. Ja. Okay. Gar nichts. Und wir geben mehr aus, als wir dürfen im Gehaltsbudget. 4 Millionen. Oh ja, jetzt. Oh ja, bei uns. Oh, 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 oh. Wie? Ja, bei uns jetzt auch. Oh nee. Scheiße. Oh. Scheiße. Warum ist das denn der Fall? Ey, ich habe doch gerade so viel Budget frei gehabt. Oh nein. Also, David bleibt, sagst du? Ich hoffe nicht. Ja, dann räume ich ihm seinen Spind mal wieder frei. Warte mal. Nee, ich hoffe nicht. Ey, ich bin hier noch nicht fertig. Ich mache hier noch Transfers. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ja, man kann so einen Transfer auch unendlich verschieben, ne, theoretisch. Insofern. Also, solange der Verein zustimmt, die KI ist ja nicht so geduldig. Ja, gucken wir mal. Oh, krass. Ja. Aber das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil. Na egal, ich begrüße jetzt erstmal meine Neuzugänge. Ja, mach das mal. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Da. So, dann heißen wir Sie alle mal herzlich willkommen. Moin. Moin, Thomas. Meffert begrüßt Teuchert. Hände schütteln, erstmal. Dann Sebastian Schonlau begrüßt Hasebe, dem klopfen wir mal auf die Schulter. Seine Körpersprache blieb unverändert. Okay, immerhin zuckt er nicht zurück, das ist schon mal gut. Meffert begrüßt Nihus, dann schütteln wir Meffert nochmal die Hände. Okay, super, das hat schon mal geklappt. Alle begrüßt, alle da. Zero Cool, moin, was bedeuten die silbernen Sterne? Das ist quasi der Unsicherheitsbereich. Also. Zum Beispiel Nihus hat, ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, was ist ein gutes, ich habe leider kein, doch da. Nicolas Oliveira hat laut unserem Co-Trainer ein Potenzial von 3 bis 4 Sternen. Also wenn es gut läuft, hat er 4 Sterne Potenzial, wenn es nicht so gut läuft, hat er nur 3 Sterne Potenzial. Das ist quasi hier, ja, wie gesagt, der Unsicherheitsbereich. Wenn das im neuen FM nicht verändert wird, werde ich sauer? Was meinst du? Wie gut ist Voltemal im FM? Ich glaube nicht so gut. Ich glaube, der ist nicht so krass. Der gute Nick. Kann man auch nochmal scouten. Adam Unas. Ich habe auch noch HSV-Karriere mal laufen. Adam Unas hat bei mir richtig gezündet. Okay. Oh, der ist auch günstig. Ja. Wie weit bist du? Neuspieler im Verein begrüßen. Ach so. Spielergespräche versprechen. Ich fände es ja geil, wenn da dann irgendwann mal KI ins Spiel kommen würde. Wenn quasi für jeden Spieler eine KI antworten würde. Die dann halt auch weiß, was im Spielstand so abgegangen ist. Die ganzen Persönlichkeitsattribute des Spielers kennt. Und dann eben dementsprechend auf Geschehnisse im Spiel reagiert und dann halt auch auf deine Ansprachen und was weiß ich was. Das wäre halt so geil. Uff. Junge, was ist da denn los? Das waren gerade 7 Torschüsse für Leverkusen in 20 Sekunden, oder? Junge, Junge, Junge. Wie seid ihr schneller als ich? Leverkusen könnte schon 3-4-0 führen, aber der Keeper bei West Ham hat was dagegen. Ja, wirklich, das ist krass. Ja, okay. Also, ich schaue nochmal, wie das mit Glatzel aussieht. 90. jetzt. Ich bin jetzt bei 89-10. Final Boniface, tatsächlich?
Ja, dann das ist gut, dann weiß ich, wann ich hingucken muss. Glatzel hat weiterhin Interesse von Köln und von Al-Khalay. Jetzt gucke ich mal kurz nach links. Okay, Ecke. Wie kommen beim FM eigentlich diese teilweise echt komischen Marktwerteinschätzungen zustande? Manchmal steht eine Range von 5 bis 22 Millionen oder sowas. Sollte das nicht eigentlich etwas enger sein? Ja, das finde ich auch blöd. Teilweise hast du halt, also 5 bis 22 ist blöd, oder du hast halt, das hatten wir gerade eben auch, irgendwie 75.000 bis 7,9 Millionen. Vor allem, wenn du halt ein kleiner Verein bist, der sich irgendwie Transfers maximal bis an 1 bis 2 Millionen leisten könnte, bringt dir das halt überhaupt nichts. Ach, schon geil, Mann. Leverkusen 2-0 gegen West Ham. Starkes Ergebnis. Damit kannst du mal ins Olympic Stadium fahren. Das ist echt gut. Also ich hoffe, dass das auch besser wird im nächsten FM, dass diese Ranges ein bisschen kleiner werden. Also dass das Ganze in Ranges angegeben wird, das ergibt ja Sinn. Und es ist auch okay, wenn die Range dann so aussieht wie hier bei Reis, ne? 7,2 bis 8,6 Millionen, da kannst du dir schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Das ist halt okay. Also bei den Spielern, die wir jetzt hier so haben, das ist in Ordnung. Wobei selbst hier, Mikkelbrenz hieß 1,8 bis 5,6 Millionen. Da wüsste ich jetzt auch nicht, was das bedeuten soll. Ist mir auch bei der Köln-Serie aufgefallen, ja, ne? Fühle ich auf jeden Fall. Was sagt ihr, Leute? Wollen wir es darauf anlegen, es uns mit Bobby Glatzel zu verscherzen? Wir könnten ihn jetzt Verein anbieten. Für irgendwie so 13 Millionen oder sowas. Das hätte zur Folge, dass... Also es würde wahrscheinlicher werden, dass Angebote reinkommen für ihn. Es hätte aber auch zur Folge, dass Robert Glatzel unzufrieden wäre, weil wir ihn, ins Schaufenster stellen und er hier eigentlich ein sehr zufriedener Schlüsselspieler ist. Wäre eigentlich ein bisschen lost, ne? Ich kann auch hier einfach diese Ablöseforderung nochmal ein bisschen runterschrauben, irgendwie auf 15 oder sowas. Das wäre auch okay. Und dann, wir können auch einfach warten, ob da Angebote reinkommen oder nicht. Hätte ich auch kein großes Problem mit. Was die offensiven Außen angeht, können wir sonst auch nochmal auf die Leihliste schauen. Wer kann Junuka safe, wenn du nicht, nicht mit Zoff in die Saison startest? Das ist auch wahr. Eigentlich muss ich es allein deswegen schon machen, ne? Gucken wir mal, was es hier so für spannende Leihspieler gibt. Vor allem für außen natürlich. Ah, Paxton Aaronson tatsächlich. Können wir sogar ausleihen. Boah, Junge. Wieder Fabianski. Nelson Viper. Sogar Nelson Viper ist auf der Leihliste. Kaspar Kozlowski ist auch ganz gut, ne? Ja. Dennis Simon, Nacho Ferri. Delano van der Heijden. Schade, nicht so gut. Und wie sieht's mit Mukoko aus? Ist der auch auf der Leihliste? Die würden ihn verleihen, aber nur für eine Gehaltsbeteiligung von 100%, 3 Millionen. Das ist ein bisschen krass. Das können wir uns nicht leisten. Mikkel Kaufmann sogar auf der Leihliste. Farid Alfa Ruprecht, alter HSVer. Ist auch nicht teuer, den können wir uns einfach zurückholen. Theoretisch. Hat viel Potenzial. Aber ich weiß nicht, was das soll. Wäre ein bisschen lost. Könnten wir machen, wäre aber nicht schlau. Okay.
Vereine in Deutschland entlassen einige. Okay, was ist denn. Wer wird nicht hier so entlassen? Thomas Müller zum Beispiel. Würde der zum HSV kommen wollen? Schade. Thomas Meunier. Sven Ulreich, Matteo Morey. Ja, da geht's auch schon relativ schnell bergab, ne? Christopher Schindler. Chris Löwe als. Fände ich sogar okay als Option. Für die Außen. Weil wir da wirklich nicht breit aufgestellt sind. Also wenn Miro Muheim sich... Ach nee, warte mal, stimmt. Quatsch. Ist doch voll der Quatsch. Wir haben ja Thomas Ovian. Wir haben einen viel zu großen Kader jetzt. Was machen wir zum Beispiel mit so Leuten wie Anssi Suhonen? Eigentlich muss Anssi Suhonen gehen. Eigentlich muss er gehen. Ich hoffe auch wirklich mal, dass Terry seine Finanzen in den Griff kriegt und den Jonas Darby-Transfer bald abschließen kann. Das wäre ganz gut. Dann sind wir da eigentlich erstmal ganz, ganz okay aufgestellt. In der Innenverteidigung, im Sturm, Teuchert und Pejata. Sie sind halt auf jeder Position irgendwie doppelt besetzt, was eigentlich gut ist. Aber es sind schon sehr, sehr viele Spieler, die wir hier einfach haben. Ich weiß noch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Aber drei rechts außen, wovon halt alle drei so okay sind. Aber keiner von denen, hat unbedingt Bundesliga-Niveau. Bakariata am ehesten noch, ne? Aber sonst ein Königsdörfer. Das ist normalerweise ein Spieler, den du in die zweite Liga verleihst. Naja, wobei, man kann das schon machen. Königsdörfer, Jatta auf rechts ist halt okay. Auf links im Moment Dompe, Ferrei. Ja, geht. Ist sogar echt solide eigentlich. Vor allem Ferrei. Also meine erste Wahl auf... Wir können ja gleich mal eine erste Mannschaft aufstellen. Und dann gucken, an welchen Stellen wir noch besser werden müssen. Ich hab jetzt schon Bock auf die Saison, ne? Echt Bock drauf. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Kader. Mir fehlt noch ein Jonas David und dann wäre es perfekt. Ja, also bei mir sieht es eigentlich jetzt auch ganz gut aus, finde ich so. Ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen, nochmal viel Geld für einen Glatzel einzunehmen. Ah, also, das war gut. Wir haben zwar, also die Außen sind, ja, die sind so okay. Jatta, Dompe, Ferrei, kann man machen, ist jetzt nicht unbedingt gehobene Bundesliga-Qualität, aber wir sind auch Aufsteiger, ne? Müssen wir uns ja langsam ranarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Insofern, also ich hätte jetzt kein großes Problem damit, wenn morgen die Saison beginnt. Ja. Ja. Also, ich bin mal gespannt, ob es bei mir im Sturm reicht. Also, wenn jetzt einer ausfallen würde, würde es, glaube ich, relativ schnell düster werden, weil dann, ja gut, ich meine, Karaman ist auch ein Bundesliga-erfahrener Mann. Ja. Aber... Ja, die einzige Überlegung, die ich habe, ist, ob ich jetzt noch manche Leute hier loswerde, die so ein bisschen hinten dran sind. Ja, ich habe auch einen. Das weiß ich noch nicht. Geht mir auch so. Ich habe einen ziemlich großen Kader. Ich habe, naja, 27 Leute. Das sind schon relativ viele. Ja, okay. Bei mir sind es 24, davon drei Torhüter. Ja, bei mir nur zwei. Also ich würde gerne am Ende irgendwie so bei 23 landen. Das wäre ganz gut. Aber ist halt auch schwierig. Na gut, ein David geht, ein Öztunali geht. Kran, ja, wahrscheinlich auch. Ja, doch, es geht eigentlich relativ schnell, dass man da auch dann Spieler los wird. Wenn Schalke die Finanzen in den Griff bekommt. Oh Gott, ey. Könnte schnell gehen. Aha. Naja.
Vielleicht muss ich doch die Malik Ciao-Klausel verkaufen. Ja. Vielleicht. Ich hätte nichts dagegen. Von mir aus hast du da grünes Licht. Was sagt der Chat? Malik Ciao-Klausel verkaufen oder hier versuchen, Brian Lassme oder Tobias Mohr zu Geld zu machen? Okay, Chat ist gegen die Klausel. Ich hab's mir gedacht. Aber irgendwie so. Wäre das ein Investment mit Rendite? Also wenn wir dafür einen Bundesliga-tauglichen Kader auf die Beine stellen, wird das dann mehr Rendite abwerfen, als wenn wir ohne das Geld dann... Also ich meine, man muss auch mal sagen, die 5 Millionen, die du jetzt bekommen würdest, die sind mehr wert für dich als 7 oder 8, die du vielleicht im nächsten Jahr hättest. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, mir würden 2,5 reichen, weil dann könnte ich den Transfer von Jonas David bestätigen. Das würde reichen. Also wenn jetzt die KI wäre, würde ich den Transfer einfach schnöde absagen, aber wir haben ja hier schon so ein Gentleman's Agreement. Oh, das ist süß von dir. Würde ich mich sehr schlecht fühlen, wenn ich jetzt hier einfach mich dann Vereinbarung auch sehr halte. Ja. Recht. Aber was ich sehe, für den kriegen wir nicht genug Geld. Der wäre im Prinzip auch über. Was ist die Klausel? Die Klausel ist auch hier an niemanden irgendwie 4 Millionen oder so. Würde er bekommen. Kannst ihm David leihen mit Kaufverpflichtung? Tobi Mohr. Aber dann bekomme ich das Geld ja erst nächstes Jahr. Ich würde ja auch gerne nochmal was machen auf dem Transfermarkt. Vielleicht eine Leihe oder sowas. Das kann ich nicht machen, wenn ich... Wir versuchen das mal hier über... Kommen wir mal direkt Spielervermittler. Mal gucken, was er sagt. Kein Interesse. Wahrscheinlich kein Interesse. Ne? Ja, es ist fast immer so. Das ist fast immer so. Okay, also hier Kallas habe ich über... Was, Kallas? Habe ich über den Spielervermittler... Bin ich hier losgeworden. Ja, okay. Schau mal, Öztunali. Ah ja, guck mal hier. Für Öztunali, den könnte ich loswerden für 6 bis 8 Millionen mit einem Spielerberater. Ja, krass. Krass. Ja, das machen wir. Landgrafvertrag nicht verlängern, Mohr verkaufen. Was hast du gegen die Alemannia? Ja, oder halt Otraogo für 50 Millionen verkloppen, ne? Aber dann haben wir nächstes Jahr wieder so eine große Steuerrechnung. Oh Gott. Ich wusste nicht. Ich bin gerade ratlos. Und ich schaue auf die Uhr. Wir wollten um 11 Uhr Schluss machen, hast du gesagt. Ach so, ja, stimmt. Also vertagen wir die Transfersaga um Jonas David aufs nächste Mal. Ist doch ein super Cliffhanger. Voll, ja. Jeder will wissen, wie es mit Jonas da ist. Ja, genau. Ah, geil, ey. Okay. Ja, aber unabhängig davon würde ich sagen, starten wir dann nächstes Mal. Weiß nicht, ob der... Ja, also nicht nächstes Mal. Der erste Bundesliga-Spieltag ist ein bisschen weit weg, glaube ich. Meinst du? Ich glaube, wir schaffen das nächstes Mal. Also je nachdem... Wir haben Mai und Juni geschafft, ja. Je nachdem, wie lange... Warte mal, wir haben jetzt 2. Juli. Erst ja Spiel gut, wir haben die Transferphasen haben wir geschafft und wir machen die Freundschaftsspiele ja eh nicht. Ja, genau. Und wir werden auch keine großen Transfers mehr machen. Das heißt, die Chancen sind nicht gering, dass wir nächsten Donnerstag dann in die Saison starten. Ja, denke ich nämlich auch. Also wir können sonst vielleicht auf Offstream noch mal ein paar Tage vorsimulieren oder sowas. Eventuell. Ja. Ja, wobei, das ja. Dann wird halt die Jonas-David-Geschichte... Jeder will wissen, was passiert mit Jonas David, der alten Atalanta-Legende. Ja. Ey, Chat, natürlich lassen wir unsere Ogo da, wo er ist. Also, komm, ey, das Tafelsilber wird nicht angefasst. Der Mann, den man behalten war. Okay, ich muss noch irgendwas machen, sonst speichere ich direkt, damit wir diesen wunderbaren Fortschritt hier... Ja, mach mal, speichere mal. ...zementiert haben. Ich bin durch. Ja, und dann machen wir, wie besprochen, machen wir so weiter am nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag geht's weiter, genau. Nächsten Donnerstag, 20 Uhr, an den gewohnten Stellen. Genau.
Ja, sehr gut. Ja, das hat richtig Laune gemacht wieder. Ich hab richtig Bock auf die Saison. Ich bin. Ja, ich auch. Nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Kader, weil Estunali halt so viel wert ist für Schalke, aber. Ja, ich bin doch sehr guter Dinge. Ja, also, ich habe gerade den Spielerberater mal losgeschickt und der holt mir jetzt irgendwas zwischen 6 und 8 Millionen tatsächlich für Estunali. Da kannst du schon wieder richtig was mitmachen. Ne? Da kann ich auch einen Gangkamm holen, ohne dass Glatzel geht. Mal schauen. Das wäre natürlich crazy. Ja. Das wäre natürlich crazy. Also nächstes Mal wird cool. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin gespannt auf die Pokalauslosung, wie wir da jeweils bekommen. Ja. Stimmt. Du als Vize-Pokalsieger, als richtig. Finalist. Ja. Du warst natürlich ganz großer Favorit jetzt. Ja, das ist mein Wettbewerb. Ja. Ja. Das ist schon echt. Ja, du machst das halt über sportlichen Erfolg, was ich hier über Klauseln verkaufen mache. Klauseln verkaufen, ja, und dann 20 Millionen Euro Steuern zahlen. Ich muss an dem Konzept nochmal arbeiten. Yeah. Okay, Jonas, dann dir und deinem Chat eine angenehme Nachtruhe. Ich freue mich wahnsinnig auf nächsten Donnerstag. Ja, ebenso. Wir hören uns nächsten Donnerstag. So machen wir das. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So. Und auch an meinen lieben Chat. Nichts damit mit offline weitermachen. Okay, alles klar. Ist Beltix. Dann machen wir das nicht. Nee. Ich denke, wir werden uns am nächsten Donnerstag genau an dieser Stelle hier wiedersehen dann. Außerdem kommt, glaube ich, morgen die nächste Folge Köln Safe. Da könnt ihr euch dann drauf freuen. Wird auf jeden Fall auch wild. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird ein Spieler kommen, den wir hier aus diesem Safe kennen. Ja. Ja, also ich glaube, die Folge kommt morgen, je nachdem, wann Norseman die fertig hat. Mal sehen. Morgen oder dann halt eben am Sonntag. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstagabend. Macht's gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Okay.